Ich bin Richard Menk, Kuratoriumsvorsitzender der Gerold-Stiftung. Neben mir steht Arndt Festerling, einer der beiden Chefredakteure der Frankfurter Rundschau. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Die Gerold-Stiftung ist ja sowas wie eine Unterstützerin der Redaktion, wo immer es geht, insbesondere auch in diesen Zeiten Verteidigerin der Überregionalität und des linksliberalen Anspruches, soweit das nötig ist. Und wir freuen uns, dass wir öfters mal gemeinsam jetzt auch Veranstaltungen mit interessanten Gästen zu politischen Themen organisieren können. Das Thema Europa muss ich Ihnen nicht erklären, wie wichtig es ist. Es gab aber viele Jahre, wo zwar alle sagten, na ja, wichtig ist es schon, aber interessant ist es nicht. Heute ist es wieder interessant, denn es geht wirklich um Weichenstellungen, wie sich dieser Kontinent entwickelt, um die Frage, ob diese Idee Europas, diese Idee, dass die Grenzen weniger wichtig werden, als sie es in der Vergangenheit waren, ob die eine Zukunft hat und ob sie genügend Verteidigerinnen und Verteidiger findet, die Haltung haben an der Stelle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt geworden. Und da ich privat gerade mal außerhalb Europas war für 2 Wochen, muss man von außen auch sagen, das, was auf diesem Kontinent passiert, ist nicht nur für uns selber wichtig, sondern die Frage, ob die Idee, dass Grenzen unwichtiger werden, ob die Zukunft hat, ist für viele in Südamerika, in Afrika, in Asien auch wichtig. Also es geht um mehr als nur um die Frage, was geht es uns an? Das nur zur Einführung. Andreas Schwarzkopf wird wie immer bewährt die Diskussion leiten und auch das Podium natürlich vorstellen, soweit das noch nötig ist. Wir haben ja einen Frankfurter Altstar hier unter uns, den Sie alle kennen werden. Aber trotzdem wird auch Daniel Cohn-Bendit vorgestellt werden, hoffe ich. Also, ja. Also ich wünsche uns einen spannenden Abend mit tollen Gästen und übergebe an Andreas und leg los. Ja, danke Richard. Auch ich sage Ihnen erstmal einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und so zahlreich erschienen sind. Und ich will auch nicht lange Sie aufhalten. Und Sie sehen zu meiner Rechten Frau Dadelen, linken Bundestagsabgeordnete. Ich werde nicht lange viel vorstellen. Jetzt könnte man klatschen zum Beispiel. Frau Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und hier den Herrn, glaube ich, kennen Sie auch, Daniel Cohn-Bendit. Schönen Abend. Ja, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir hier eine Weile reden und am Ende werden Sie noch einige Fragen stellen dürfen. Und wir fangen hier mit der einfachen Frage an, scheitert Europa? Wir leben ja seit knapp 10 Jahren in einer Zeit, in der die Anzahl der Krisen und auch die Intensität der Krisen zunimmt. Es fing an mit der Bankenkrise, der Wirtschaftskrise und jetzt können Sie einige andere dazu sich denken, die Sie ja auch alle erlebt haben. Die Zeiten jedenfalls sind vorbei, wo jemand wie Herr Barroso, der damalige EU-Präsident, Anfang der Nullerjahre einen Plan für die kommenden 15, 17 Jahre vorgestellt hat. Sowas ist völlig aus der Mode gekommen. Irgendwie hat man so den Eindruck, man wurschtelt sich so durch. Und derzeit ist die Aufmerksamkeit besonders auf den deutsch-französischen Motor gerichtet, der am liebsten, so haben es einige sich ausgedacht oder wünschen sich einige, die etwas lahme EU auf Vordermann bringen soll. Aber selbst der deutsch-französische Motor kommt eher stotternd in die Gänge. Und man fragt sich zunehmend, jedenfalls ich frage mich das, scheitert die EU? Und diese Frage gebe ich einfach weiter an Daniel Cohn-Bendit. Ja, guten Abend. Also es sind so viele Fehler in der Frage drin, dass es mir so ein bisschen schwer fällt. In den wenigen Worten. Erstens stottert nicht der deutsch-französische Motor, sondern Deutschland schottert. Ja, seit 6 Monaten. Ja, man muss sich doch mal schon mal erinnern, dass auch das ist das Zweite. Der französische Staatspräsident, man kann ihn mögen oder nicht. Wenn man Linker ist, wie die Rundschau, mag man ihn nicht immer. Aber das macht nichts. Er hat einen Plan vorgestellt, das über 10 Jahre
hinweg andeuten. Vielleicht ist er schlecht, vielleicht, aber man kann nicht sagen, er will sich nur durchwurschteln. Im Gegenteil. Das Gegenteil ist seine Position. Nur in Deutschland hat man eine Schwierigkeit gehabt, eine Regierung zu bilden. Das heißt, überhaupt eine Antwort zu geben. Und auch als die Kanzlerin jetzt in Paris war, hat sie gesagt, warte mal, Emmanuel, warte mal noch ein bisschen. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch mit Seehofer reden. Ich muss noch mit dem Scholz reden. Und Macron hat gesagt, naja, red mal. Aber irgendwann ist Schluss mit dem Reden. Wir müssen nach vorne gehen. Also das wollte ich nur sagen. Zweitens, die Frage, scheitert Europa? Sehr oft stellt man mir die Frage, ich versuche mal eine kluge Antwort immer zu finden. Niemand würde mich fragen, scheitert Deutschland? Deutschland ist mehr oder weniger gut, funktioniert mehr oder weniger gut. Wenn man die Bild-Zeitung liest, dann aus bestimmten Gründen versteht nicht gut, die Rundschau aus anderen Gründen, Freitag aus anderen Gründen wieder. Aber niemand würde sich die Frage stellen. Und ich glaube auch, das ist so mit Europa. Man kann unzufrieden sein, wie Europa heute funktioniert, wie Europa, weil es ja 28, muss ich mal 27 Nationalstaaten sind, die man zusammenbringen will. Das ist schwieriger als Preußen und Bayern zusammenzukriegen. Und manchmal ist es auch nicht so einfach. Ja? Deswegen glaube ich, Europa steht vor großen Herausforderungen. Das stimmt. Weil die Globalisierung uns vor großen Herausforderungen stellt. Und die Frage ist, werden wir die Antwort finden, werden wir gemeinsame Antwort finden? Eins kann ich nur sagen. Einzeln, Deutschland allein, Frankreich allein oder Luxemburg oder Andorra oder wer auch immer, wird keine Antwort finden. Das heißt, wir sind gezwungen und die Schwierigkeit in der Debatte jetzt ist, dass wir sagen müssen, was in Europa nicht funktioniert, dass wir sagen müssen, warum, aber auch verteidigen müssen, was bis jetzt erreicht wurde. Denn das ist, und damit will ich meine Einleitung, es ist ein Traum. Ich meine, ich reg mich immer auf darüber, sag, was ist schon Europa? Ja, man kann ja die Gnade der späten Geburt jeder für sich in Anspruch nehmen, ja. Aber stellt euch mal vor, wie Europa 1945 war. Stellt euch doch mal, versucht euch mal zu erinnern, was war damals? Also ich habe immer den gleichen Witz und ich finde ihn immer gut. Ich bin 1945 geboren. Ich bin gezeugt worden, als meine Eltern gehört haben, dass die Alliierten in der Normandie gelandet sind. Da haben sie gesagt, eine neue Epoche beginnt. Und stellt euch vor, 45 April, ich komme auf die Welt und fange an zu reden. Und sagt meinen Eltern, in 50 Jahren wird es keine Grenze zwischen Deutschland und Frankreich mehr geben. Ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich wird völlig abwegig sein. Noch weniger als zwischen Bayern und Preußen. Dann hätten meine Eltern sich gesagt, wir haben ein Problem. Er redet zu früh und sagt Unsinn. Ihr müsst doch einfach sehen, wenn ihr 45 nach dem Krieg geboren seid, gewesen seid, oder ihr habt euch daran erinnert, dann ist dieser Zustand, den wir heute in Europa haben, ein zivilisatorischer Schritt, den wir vor 100 Jahren alle für unmöglich gehalten hätten. So, wenn wir das alles zusammen akzeptieren, dann werden wir sehen, ob unsere Generation oder die nächste Generation die Kraft haben wird, weiter dieses Europa zu entwickeln, weil die Globalisierung den Nationalstaat so, und da kann der Seehofer seine Heimat wirklich pinseln, wie er will. Seine Heimat wird nicht bestehen in der Globalisierung. Entweder bestehen wir gemeinsam oder wir gehen gemeinsam und dann scheitert nicht Europa, sondern scheitert Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Andorra und wer auch immer. Das ist meine Antwort. Frau Dadelen, finden Sie auch so viele Fehler in meiner Frage oder finden Sie, dass nach dem, was bisher gesagt wurde, eigentlich der Abend gelaufen ist? Weder noch. Zunächst einmal muss ich klarstellen auch, worüber reden wir eigentlich? Sprechen wir über den Kontinent Europa und da ist Russland ein Bestandteil. Russland gehört zu Europa. Oder sprechen wir über den Staatenbund, das Projekt Europäische Union? Und ich glaube vielmehr, dass wir gerade über die Europäische Union sprechen. Und wenn man sich die Fragestellung anschaut, scheitert die Europäische Union
möchte ich aus aktuellem Anlass ein Beispiel aufgreifen vom letzten Wochenende, weil ich finde, da war das Scheitern der Europäischen Union ja ziemlich zum Greifen nah. Als nämlich ein EU-Beitrittskandidat und ein NATO-Land wie die Türkei völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert ist, im Norden Syriens eine, vor allen Dingen von Aleviten, von Arabern, Christen, Jesiden und besonders natürlich auch Kurden bewohnte Stadt belagert, besetzt, vorher umzingelt hatte, an der Seite mit islamistischen Mörderbanden, während millionenschwere Finanz- und Kredithilfen der Europäischen Union an diese Türkei weiterhin fließen und offiziell noch die Beitrittsverhandlungen mit so einem Staat weitergeführt werden. Ich finde, eine solche europäische Politik tritt die europäische Idee mit Füßen. Das pervertiert eigentlich die Idee der europäischen Werte und insofern halte ich das für eine falsche Politik. Und wenn ich mir andererseits anschaue, dass wir ein Europa haben oder ein Europa der europäischen Mitgliedstaaten haben, wenn man das korrekt ausformulieren möchte, was sozial auseinanderfällt, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man dem entgegenwirken, wo wir in der Peripherie, eigentlich noch nicht mal in der Peripherie, also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, wie die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern Europas, der Europäischen Union ist, und da brauchen wir wirklich nicht nur auf Griechenland schauen mit über 40%, in Spanien über 36%, in Portugal über 22%, in Italien über 30% und selbst in Frankreich, deshalb sage ich, wir müssen noch nicht mal in die Peripherie schauen, selbst in 20% Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich. Wenn wir uns die Situation anschauen, dass zwei Gründungsmitglieder des europäischen Wirtschaftsraums und der Staatenbund ist ja sozusagen als ein Binnenmarkt sozusagen entstanden, als ein gemeinsamer Binnenmarkt mit einem Wohlstandsversprechen für die Menschen innerhalb der Europäischen Union. Und wenn wir uns anschauen, dass zwei Gründungsmitglieder, Italien und auch Frankreich, jetzt im Moment seit der Einführung des Euros 25% ihrer industriellen Wertschöpfung verloren haben, dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wenn wir weiter so machen, vor allen Dingen mit der Dominanz der deutschen Ökonomie, weil das ist der Grund vor allen Dingen, warum die ganzen Industrien teilweise kaputt gegangen sind, die chronischen Exportüberschüsse der Bundesrepublik Deutschland, gleichzeitig eben auch die Niedriglohnpolitik, die natürlich auch zu internen inneren Abwertungspolitiken geführt hat in vielen Ländern. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, wenn wir das so weitermachen, ich glaube nicht, dass es scheitert. Das glaube ich nicht als Projekt. Aber ich glaube, dass die Krise, in der sich die Europäische Union befindet, noch tiefer wird und die Gräben zwischen diesen Ländern sich noch stärker vertiefen werden. Und deshalb muss man irgendwie dem entgegentreten. Aber das, was ich vernehme an Vorschlägen, an Reformansätzen, das war ja jetzt nicht nur Macron mit seiner Rede, sondern das war ja auch der EU-Kommissionschef Juncker letztes Jahr mit seiner Rede. Und deshalb ist ja auch vieles, was Macron gesagt hat in seiner Sorbonne-Rede, auch vieles, was schon Juncker vorgeschlagen hat und schon vorher schon kommuniziert worden ist, also Stichwort gemeinsame, noch stärkere europäische Außen- und Sicherheitspolitik, Außen- und Verteidigungspolitik und so weiter. Da finde ich zum Beispiel, ich glaube nicht, dass das die geeignete Antwort ist auf ein Europa, das sozial auseinanderfällt. Dass man sagt, wir möchten noch mehr in die gemeinsame Militarisierung investieren oder wir machen uns jetzt noch mehr ein Feindbild Russland, damit wir das Raison d'être, nämlich mit dem Binnenmarkt, das Wohlstandsversprechen, jetzt ersetzen mit einem neuen Feindbild als Raison d'être. Ich glaube nicht, dass das wirklich dazu führt, dass man diese Krisen und die Krisenhaftigkeit im Moment irgendwie überwinden kann, sondern ich glaube, mit der europäischen Idee sind Demokratie und Sozialstaat unzertrennbar. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Mehr Demokratie,
aber vor allen Dingen auch mehr Sozialstaat innerhalb der Europäischen Union. Das wären meine Reformvorschläge. Ja, Frau Kempin, wir haben jetzt immerhin schon mal gelernt, dass man genau hingucken muss und präzise formulieren, Europa oder Europäische Union. Trotzdem würde ich gerne auch Ihnen die Frage stellen, scheitert die EU? Ich weiß es nicht. Als Privatperson, als überzeugte Europäerin muss ich natürlich sagen, nein. Als Wissenschaftlerin, die sich tagtäglich mit der Europäischen Union und insbesondere mit der Europäischen Union als außen- und sicherheitspolitischer Akteur beschäftigt, kann ich natürlich auch, wie meine Vorredner, nicht darüber hinwegsehen, dass die Europäische Union in den letzten Jahren eigentlich doch immer wieder sehr nah an das Scheitern herangekommen ist, in vielen außen- und sicherheitspolitischen Fragen tatsächlich es nicht geschafft hat, mit einer Stimme zu sprechen und vor allem auch zeitnah auf außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen zu antworten. Wir verlieren mit Großbritannien zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Integration einen Mitgliedsstaat. Auch das ist sicherlich ein Warnsignal, dass es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Das zeigt, es gibt in einem Mitgliedsstaat eine Mehrheit der Bevölkerung, die diese Integrationsidee, von der Daniel Cohn-Bendit gesprochen hat, offensichtlich nicht mehr für zukunftsfähig oder für tragfähig genug erachtet. Also das sind tatsächlich ernsthafte Warnschüsse, wenn Sie so wollen, Warnsignale, dass sich an diesem Zustand sozusagen von europäischer Integration in den letzten Jahren doch sehr einschlägig etwas verändert haben. Wir sind auch, das ist mein letzter Punkt, zur negativen Seite des Projektes, wir sind sicherlich auch unter den Mitgliedstaaten nicht mehr in dem Umfang zu Solidarität bereit, wie wir das noch wahrscheinlich bis weit in die Mitte der 1990er Jahre, Anfang der 2000er Jahre gewesen sind. Nehmen Sie die Beispiele der Umverteilung von Flüchtlingen, der Umgang mit Flüchtlingen, die Frage, schaffen wir es irgendwann zu einer gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik sozusagen im Konzert der EU28, bald dann der EU27 zu gelangen. All das sind sicherlich keine Leuchtturmprojekte oder Leuchttürme politischen Handelns und Agierens der Europäischen Union. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gehöre ich auch zu der Fraktion, die so ein bisschen defätistisch vielleicht mittlerweile auch sagen, es darf nicht sein, was nicht sein kann. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also wenn dieses europäische Projekt scheitern sollte, dann hoffe ich, dass wir sehr schnell darauf kommen, dass es eigentlich eine brillante Idee ist, die wir sofort, nachdem wir sie begraben haben, wiederbeleben müssen, wieder aus der Taufe heben müssen. Denn das, was erreicht wurde und das, was, glaube ich, die Europäische Union trotz des derzeitigen Negativbefundes in den letzten 50 Jahren erreicht hat, das ist sicherlich einmalig. Wir führen untereinander keinen Krieg mehr und das ist sicherlich im Moment doch noch höher zu bewerten als die Tatsache, dass wir es nicht schaffen, gemeinsam Kriege an unseren Außengrenzen zu bearbeiten, idealerweise zu verhindern. Von daher, ich stehe, glaube ich, in der Mitte zwischen den beiden, zwischen meinen beiden Vorrednern. Ich würde gerne in der zweiten Runde ein bisschen mehr auf die Frage fokussieren. Ja, ich finde schon, dass man einiges beantworten muss. Das kann man nicht so stehen lassen. Also man kann nicht Diskussionen, dann sie soll auch angreifen, was ich sage, aber das ist... Dann sag doch einfach, was du sagen möchtest. Ja, also erstens, Türkei, völlig richtig. Nur der einzige Staat, der bereit war zu intervenieren, war Frankreich. Und die Amerikaner, Obama, haben ihn fallen lassen. Das muss man sagen. Und da muss man sagen, man sagt, man will keine Militarisierung, aber es wäre möglich gewesen, Assad zu stoppen, bevor die Russen intervenieren.
Es wäre möglich gewesen, das hätte bedeutet aber, dass Europa eine ganz andere Sicherheitspolitik einfach formuliert. Nämlich, das haben wir schon erlebt. Zweitens, also du kannst über Russland mir erzählen, was du willst, aber es war Russland, das die Krim annektiert hat. Und das war nicht einfach eine friedfertige Aktion, so in aller Freundschaft, sagen wir den Krim-Tataren, hier seid ihr wieder bei uns. Ja? Die haben das in Russland schon ein paar Mal erlebt, was das bedeutet für sie. Also ich finde, eine Sicherheitspolitik für Europa bedeutet in der Tat, dass wir nicht dulden können. Und der Widerspruch, und da komme ich zu den Flüchtlingen, der Widerspruch mit der Türkei, also machen wir uns nichts vor. Erdogan hat uns in einem Punkt in der Hand, und da muss die deutsche Öffentlichkeit, die französische, ehrlich miteinander reden. Er sagt, ich habe 3 Millionen Flüchtlinge. Entweder finanziert ihr mir das, oder ich mache die Grenzen auf. Und es wäre leicht, hier heute Abend in dieser wunderbaren kirchlichen Einrichtung zu sagen, macht die Grenzen auf. Ich möchte dann den Zustand von Deutschland, ich möchte den Zustand von Frankreich sehen. 3 Millionen, das ist das Furchtbare, das ist das Grausame, in der uns Erdogan hineingeführt hat. Und der Fehler, ja natürlich, Erdogan hat natürlich gesehen, dass die Europäische Union, dass Deutschland und Frankreich nicht hinkommen mit den Flüchtlingen. Und die Türkei hat am Anfang großzügigerweise oder gezwungen, sie sind einfach gekommen. Ich sage 3 Millionen Flüchtlinge. 3 Millionen, nicht 1 Million wie in Deutschland, 3 Millionen. Und dass wir das finanzieren. Wie bitte? Momente mal. Ich habe von 3 Millionen, ja, dieser Satz, die wären in Europa. Diesen Satz mag ich. Es ist nun mal aber eine Tatsache. Und wenn die Staaten Europas, und das ist die Situation, nicht die Umverteilung hinkriegen wollen, es ist ja gestoppt worden im Europäischen Rat. Es muss ja einstimmig beschlossen werden. Wir können nicht sagen, die wären in Europa, weil die Mehrheit der Flüchtlinge nicht in Europa wären. Das ist die Realität. Ich sage ja nicht, dass es richtig ist. Deswegen muss man die Frage der Zwangsverteilung anders stellen. Ich bin für eine europäische Agentur für Flüchtlinge, die den Kreisen, Städten, Departements, wie auch immer, folgendes vorschlagen. Für Flüchtlinge, die ihr aufnehmt, für jeden Euro, den wir euch geben, kriegt ihr noch 1 Euro dazu für eure Sozialprogramme, die nichts mit Flüchtlinge zu tun haben. Das heißt, ein Anreiz, Flüchtlinge aufzunehmen. Da würde die Stadt Danzig zum Beispiel sagen in Polen, wir sind bereit, welche aufzunehmen. Und von der Zwangsverteilung wegzukommen, an die Menschen in Europa zu appellieren und ihnen die Möglichkeit geben, Flüchtlinge aufzunehmen. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Das will ich nur sagen. Zweitens, du hast recht mit den Verhandlungen. Wir haben verloren. Und ich glaube, es gab eine Zeit 2004, 2005 in der Türkei, wo wir, ich glaube die meisten von euch auch, für den Beitritt der Türkei waren. Und als diesen Punkt, da haben die Franzosen, Sarkozy, Merkel, Nein gesagt. Und da haben wir eine Chance verpasst, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht die demokratische Öffnung, die angefangen hat in der Türkei, weiter zu öffnen. Und durch dieses Nein haben wir das Nationalistische, was Erdogan heute unverfroren ausbeutet. Deswegen, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Der Traum von Erdogan ist ja in Afrin 1 Million Flüchtlinge anzusiedeln. Das ist, was dahinter steckt. Das heißt, als Bollwerk, wenn man will, gegenüber den Kurden. Und wir, ich sage, okay, wenn wir sagen, morgen wir geben das Geld, geben wir nicht Erdogan. Seien wir ehrlich, das hat die Europäische Union schon im Griff. Das Geld geht zur Ausbildung, Nahrung und Behausung der Flüchtlinge, nicht zum türkischen Staat. Und ich finde,
Das ist nicht falsch, diesen Flüchtlingen zu helfen. Man hilft nicht Erdogan, man hilft den Flüchtlingen. Das muss man doch ehrlicherweise auch sagen. Also, der letzte Punkt. Wir sind nicht ein Staatenbund. Das ist die CSU-Sprache. Wir sind eine Gemeinschaft und wir müssen weitergehen in die Vergemeinschaftung. Ein Staatenbund sind Entscheidungen von Staat zu Staat. Wir müssen eine demokratischere Union. Und was mich wundert, wenn Frankreich, wenn ein Teil des Europaparlaments, die Liberalen und die Grünen, zum Beispiel die Demokratisierung der europäischen Wahlen vorschlagen durch europäische Listen, dann haben die Rechten, die CDU, aber auch die ganz Linken, 2/3 eurer Fraktion hat gegen die europäischen Listen. Das wäre eine Demokratisierung, da hätte man 2 Stimmen gehabt, da hätte man eine wirkliche europäische Auseinandersetzung gehabt, dann hätten wir das Nationale überwunden. Das heißt, wir müssen uns alle fragen, warum sind wir nicht in der Lage, diese notwendigen Schritte zu machen? Und ansonsten sage ich, ja, Demokratie mit 27 Staaten, die eine andere Geschichte haben, die andere politische Zusammensetzung haben, die in, wenn es diese Arbeitslosigkeit gibt, die Jugendarbeitslosigkeit, da ist doch nicht Europa erstmal schuld. Das sind die Regierungen in diesen Staaten. Da kann man sagen, zusätzlich haben wir europäisch nicht die Lösung gefunden. Es stimmt, aber wir haben sie zusätzlich nicht genannt. Und was du sagst, ja, natürlich. Ach so, Austeritätspolitik haben die Länder einfach selbst entschieden, oder was? Aber ich bitte dich doch, die Austeritätspolitik ist von den 27 Staaten abgestimmt worden. Es ist nicht diktatorisch nur von Schäuble aufoktroyiert worden, sondern die haben ja gesagt, weil in der Tat sie eine falsche Politik machen wollten. Aber das waren gewählte Regierungen von diesen Gesellschaften. Und jetzt zum Beispiel die linke Regierung in Portugal hat eine interessante Mischung gemacht zwischen Öffnung, Austerität und Investition. Und sie hat als erste die Arbeitslosigkeit nach unten gedrückt. Das muss man sagen, das ist eine linke Regierung, die aber mit der Politik der Europäischen Union etwas anders umgesetzt hat. Und ich finde, ich bin gegen die Politik von Schäuble immer gewesen, aber ich finde es immer zu einfach zu sagen, Deutschland hat aufoktroyiert. Die anderen haben auch keine Lösung gehabt. Und was Macron heute vorschlägt, ist nicht eine Vergemeinschaftung der Schulden. Es ist eine Lüge, wenn die Rechte das sagen. Wenn Macron heute sagt, wir müssen gemeinsam investieren gegen die Arbeitslosigkeit oder ein Vorschlag, den er macht, wenn man will, für alle jugendlichen Arbeitslosen in Europa, dass er sie ein Grundeinkommen oder ein Stipendium zum Fortbildung, das finde ich ein entscheidender Schritt, dass Europa heute sagt, mit so einem Vorschlag, wir sind mitverantwortlich für die Ausbildung von arbeitslosen Jugendlichen in ganz Europa. Das sind die Vorschläge, die uns weiterbringen in Europa. Aber immer zu sagen, Austeritätspolitik, das zieht nicht mehr, weil die Menschen einfache Lösungen wollen. Lösung, Agentur, eine Agentur für Flüchtlinge. Lösung, Stipendien für arbeitslose Flüchtlinge. Lösung zur Demokratie. Ja, aber nicht sich, wir kommen nicht drum rum. Die Welt, wie sie heute ist, mit den Gefahren, das auch von Russland kommt, den Gefahren, das von China kommt, mit den Gefahren, was von Trump kommt, wird Europa eine Sicherheitspolitik machen müssen, eine soziale und eine militärische. Wenn wir davor Angst haben, dann lügen wir uns in die Tasche, wenn wir sehen, was von der Krim bis zur Türkei gelaufen ist und die Europäer nur zuschauen kommen, weil sie überhaupt nichts anderes machen konnten oder wollten. Danke, dass die Frage, die ich noch nicht gestellt habe, dann doch zum Teil beantwortet wurde. Nämlich, ich wollte versuchen, die Frage zu stellen, mit welchen Reformen, mit welchen Vorschlägen man dieses etwas schwierige EU-Kultur
Staatenbund, darf man ja nicht mehr sagen, dieses Bündnis voranzubringen. Das ist immer noch nicht richtig. Danke. Auch wenn die Rundschau das sagt, ist es immer noch nicht richtig. Es hat jetzt nur der Moderator gesagt, die Frankfurter Rundschau sieht das vielleicht auch anders. Frau Dadelein, ich nehme an, dass Sie vielleicht A, etwas zu dem sagen möchten, was Herr Cohn-Bendit eben gesagt hat, aber vielleicht schaffen Sie es auch noch, meine Frage mitzunehmen, nämlich mit welchen Vorschlägen kann man den deutsch-französischen Motor ins Laufen bringen und wie lässt sich generell die EU etwas voranbringen? Ja, ich meine, das war ein ganzer Blumenstrauß, wo ich eigentlich ansetzen müsste an Aussagen, die ich falsch finde, ganz einfach. Angefangen bei der Einschätzung der Türkei unter dem islamistischen Moslembruder Erdogan. Also ich bin ja froh, dass dieser Beitritt eben nicht stattgefunden hat in die Europäische Union. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir so eine islamistische Diktatur auch noch in der Europäischen Union hätten? Da kann ja gleich Saudi-Arabien noch in die EU eintreten. Aber ich finde, wenn Sie auch davon sprechen, dass es nichts anderes war und die EU dort hilft mit den Flüchtlingen und das Geld an die Flüchtlinge gehe. Ich will nur einen Kontrastpunkt zeigen, der nochmal deutlich macht, dass es eigentlich alles eine völlige Legendenbildung ist, dass da den Flüchtlingen geholfen wird. Es sind ungefähr 3 Millionen Flüchtlinge in der Türkei befinden sich, aus Syrien. Man muss dazu sagen, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl im Libanon deutlich mehr, muss man dazu sagen, wo deutlich weniger Hilfe gezahlt wird, und geleistet wird, können Sie bei jedem Besuch dort, den Sie machen, bestätigt bekommen vom UNHCR. Aber ich will nur eine Zahl nennen, 3 Millionen. Ganz offiziell, also ist nicht nur eine Zahl, die ich sage, sondern die Bundesregierung, aber auch selbst die türkische Regierung, ganz offiziell sind gerade mal ungefähr 350.000 dieser Flüchtlinge sind in irgendwelchen Lagern und so weiter untergebracht, also an die man auch rankommt sozusagen. Der Rest, wie er lebt, was sie, wo, wovon und so weiter, weiß kein Mensch. Und deshalb ist das eine Illusion zu glauben, sodass das irgendwie dort an die Leute herankommt. Die ganzen Flüchtlingsorganisationen, die Hilfsorganisationen, heute erst Ärzte ohne Grenzen nochmal bestätigt, dass das eine humanitäre Katastrophe ist, dieser Flüchtlingsdeal mit der Türkei, dass der in keinster Weise eben humanitär hilft, sondern dazu dient natürlich auch auf der anderen Seite, die Europäische Union erpressbar zu machen seitens eben eines Despoten in der Türkei. Und das finde ich halt schwierig. Aber wenn man sagt, okay, wir lassen uns erpressbar machen, solange die Schotten dicht sind, ist auch in Ordnung. Aber das ist auch ein Statement. Dann sollte man damit auch umgehen und sagen so, ja, wir sind erpressbar. Und nicht so tun, als wenn es nicht ist. Und das Zweite ist mit dem Deutsch-Französischen und dem Motor. Also das, was man da vorgeschlagen hat, das, was die Vorschläge sind, wenn ich es einfach mal kurz machen soll, auf eine Formel sozusagen. Das, was da vorgeschlagen wird, und Sie haben es ja jetzt, Herr Cohn-Bendit, nochmal bestätigt mit dem Militärischen. Also ich bin davon überzeugt, dass der Weg in den Militarismus, in den europäischen Militarismus, nicht die Krise innerhalb der Europäischen Union überwinden wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, und das bestätigen mir ja auch die Erfahrungen, die ich mache, wenn ich die Länder besuche, mit den Menschen spreche, dass viele Menschen einfach sagen, diese Europäische Union, die Idee des Wohlstandsversprechens, sie trägt nicht mehr. Sie trägt einfach nicht mehr. Und sie werden das Versprechen doch nicht einlösen, indem sie europäische Verteidigungsunion machen, europäische Rüstungsschmieden, europäischen Militärhaushalt. All das wird doch nicht dazu führen, dass die Menschen dann eher sagen werden, ja, diese Europäische Union hat eine Zukunftsvision, das hat eine Perspektive. Ich meine, wenn die Jugendarbeitslosigkeit so ist, wie sie ist in vielen europäischen Ländern, dann ist es natürlich einfach zu sagen, so, das ist die Regierungen schuld. Das Problem ist doch, dass eine Politik der Privatisierungen, der Deregulierungen, der Liberalisierungen letztendlich. Das ist die Politik der Europäischen Union. Das steht in ihren Verträgen drin. Die Kapitalverkehrsfreiheiten. Doch natürlich, das sind die Verträge der Europäischen Union, die so eine neoliberale Politik letztendlich dort vorgeben. Und das ist der Grund, warum es diesen Ländern schlecht geht und vielen Menschen. Und nicht nur den Ländern, die ich aufgezählt hatte. Auch Millionen Menschen in Deutschland geht es schlecht. Also Stichwort Leiharbeit,
Leiharbeit, Niedriglohnbereich und so weiter, extreme Armut, eine Spaltung der Gesellschaft in Reich und Arm, wie wir es in den letzten Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland niemals so erlebt hatten. Und das ist natürlich ein Grund, warum die Menschen ihren Glauben an die Europäische Union verlieren. Nicht, weil sie nicht militärisch interveniert in den Ländern, die sie möchten vielleicht. Oder diesen Militärinterventionismus der Franzosen kopieren möchte. Also ich meine, das, was da ja vorgeschlagen wird, nein, lassen Sie mich ganz kurz ausreden. Sie können es danach stellen. Ich möchte meinen Gedanken kurz ausführen, weil ich finde, das, was die Franzosen machen mit ihrem Militärinterventionismus, das kann doch kein Vorbild für die Europäische Union sein. Also die Regime-Change-Politik der Franzosen in ihrer, ja, eigentlich kolonialistischen Vergangenheit, ja natürlich, in der Elfenbeinküste, in Libyen, in vielen anderen Ländern Afrikas einfach zu intervenieren. Und das ist auch der Vorschlag, worüber wir gerade reden. Das Schlechteste aus Deutschland, nämlich Agenda 2010, neoliberale Strukturreformen, und das Schlechteste aus Frankreich, nämlich der Militärinterventionismus, das ist der Vorschlag, über den geredet wird. Und ich finde, das Schlechteste aus Deutschland mit dem Schlechtesten aus Frankreich wird die Krise in der Europäischen Union nicht überwinden. Was wir brauchen, ist eine Stärkung der sozialen Zusammenarbeit. Das ist doch einfach absurd. Sie machen sich wirklich lächerlich damit, Herr Cohn-Bendit. Niemand spricht hier über Russland oder sonst was. Ich spreche über die Krise der Europäischen Union. Sie ist hausgemacht. Sie ist nicht von Russland, von Moskau aufoktriniert worden, sondern sie ist hausgemacht. Und diese Krise können wir nicht überwinden, indem wir ein neues Feindbild zeichnen und sagen, deshalb müssen wir uns jetzt aufrüsten und mehr ins Militärische und so weiter aufrüsten und finanzieren, sondern wir müssen die hausgemachten Probleme lösen. Und wenn sie es nicht tun, und danach sieht es ja aus, dass sie ja diesen Weg weitergehen wollen, dann wird es natürlich diese Krise und die Krise der Vertiefung der Europäischen Union sozusagen, der Integration, wird es diese Krise vermehren. Sie wird sie nicht verringern, diese Krise. Sie wird nicht kleiner, sie wird größer werden. Und deshalb glaube ich, was wir halt brauchen, ist eben diesen sozialen Zusammenhalt in Europa stärken. Das geht dadurch, dass man diese, vor allen Dingen die deutsche Niedriglohnpolitik tatsächlich beendet. Man könnte auch vorschlagen, zum Beispiel Deutschland-Frankreich, was kann Deutschland-Frankreich zusammen tun? Man kann Deutschland-Frankreich kann sagen, wir wollen diese chronischen Exportüberschüsse zum Beispiel mit finanziellen Sanktionen sozusagen belegen, damit das nicht mehr passiert. Diese Exportüberschusspolitik und letztendlich diese Niedriglohnpolitik, das sind die antieuropäischen Gesetze gewesen, was die anderen niederkonkurriert, diese Länder. Sie niederkonkurrieren andere Länder mit solchen Gesetzen. Das ist doch das Problem. Und ich finde auch zum Beispiel, es gibt ja einen Vorschlag von Macron mit den Konzernbesteuerungen und so weiter und die Steueroasen. Das finde ich auch, dass man als Deutschland und Frankreich da voranschreiten sollte und zusammen gehen sollte, also dass Apple, Google, Amazon und so weiter hier wirklich in Milliardenhöhe keine Steuern bezahlen, die uns in Milliardenhöhe jedes Jahr flöten gehen, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Also jeder Mensch muss hier Steuern zahlen, jedes Unternehmen, und die ganz Großen, die Big Player, die zahlen das nicht. Ich finde, da muss man zum Beispiel diesen Vorschlag für dich positiv. Positiv. Es braucht natürlich ein gemeinsames Agieren innerhalb der Europäischen Union. Es braucht ein gemeinsames Agieren, das ist ja klar. Aber Deutschland und Frankreich kann ja auch vorangehen und das zusammen sozusagen auch einbringen. Wenn es sinnvolle Sachen sind, sind wir ja auch immer dafür. Und sie werden natürlich wieder hier diese Russophobie natürlich hier wieder von sich geben. Aber ich finde schon, dass man auch aufgrund der Geschichte eben, und Sie haben ja mit 45 angefangen, wäre das doch mal ein Zeichen eben auch auf Grundlage dieser gemeinsamen Geschichte, dass man hier die Initiative ergreift, auch im Geiste von Willy Brandt eine neue Entspannungspolitik in Europa mit Russland zu begehen.
Dankeschön. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, erstmal einen Schluck Wasser trinken. Frau Gempin. Auch Sie möchte ich gerne, oder Ihnen möchte ich gerne die Frage stellen, welche Schwerpunkte an Reformen würden Sie denn setzen? Würden Sie einer Seite zuneigen, eher das Soziale, wie Frau Dadelen das beschrieben hat, oder eine Umverteilung in Anführungsstrichen, oder das Konzept, das Herr Cohn-Bendit... Ja, ich versuche doch nur, was zusammenzufassen. Nein, das Konzept, das viele Aspekte beinhaltet, das Herr Cohn-Bendit vorgestellt hat, wo würden Sie sich da verorten? Und vielleicht gibt es ja auch etwas, was noch nicht erwähnt war, wo Sie sehr viel Wert darauf legen würden. Ja, danke. Ich versuche es mal ein bisschen zu ordnen. Ich finde es falsch, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ein soziales Europa gegen ein sicherheits- und verteidigungspolitisches Europa auszuspielen. Das ist doch Quatsch. Ein Europa, das seine Bürgerinnen und Bürger im Inneren nicht sozial absichern kann, hat genauso wenig eine Überlebens- und eine Zukunftschance wie ein Europa, das nicht in der Lage ist, seine Bürgerinnen und Bürger gegen Bedrohungen und Herausforderungen, die von außen zu uns hereingebracht werden, zu schützen. Beides kann man nicht gegeneinander abwägen. Beides ist genauso wichtig und genauso dringend als Herausforderung anzugehen. Ich finde das, wie gesagt, grob fahrlässig sogar zu sagen, bitte tut das eine und lasst die Hände vom anderen. Wir leben nicht auf einer Insel. Wir können uns nicht abschotten. Und genau das wäre das Gegenteil ja auch von der Idee, für die Europa steht, nämlich offen im Inneren zu sein und nach außen als Modell zu wirken. Wenn wir uns da einen der beiden Arme abschlagen, aber das habe ich schon gesagt, dann finde ich, springen wir viel zu kurz. Dass wir in all diesen Feldern besser werden müssen, ich glaube, darüber sind wir uns hier doch sehr schnell und sehr sozusagen breit einig. Die Frage ist jetzt in der Tat, wie machen wir das? Und da sehe ich tatsächlich auch keine Alternative zum deutsch-französischen Motor. Es gibt in der Europäischen Union keine andere Gruppierung, wenn Sie so wollen, von Staaten, die einen derartigen Gestaltungswillen haben wie Deutschland und Frankreich und die selbst in dieser großen Union von 28 Mitgliedstaaten noch immer Kompromisse schmieden oder in der Lage sind, Kompromisse zu schmieden, die für die übrigen Mitgliedstaaten in irgendeiner Form akzeptabel und tragbar sind. Deutschland und Frankreich können es nicht allein, sie können es nur zusammen. Dass wir in vielen Punkten auseinanderliegen, das ist klar und das war eigentlich in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen immer schon so, aber das macht dieses Paar eigentlich aus meiner Sicht auch ganz attraktiv, weil tatsächlich wird es ja oft auch mit einer Ehe verglichen. Die Franzosen sprechen im Unterschied zu den Deutschen immer vom deutsch-französischen Paar. Wir sprechen immer vom Motor oder vom Tandem. Wir sind da weniger emotional in der Beschreibung dieser bilateralen Beziehung. Aber wie in einer Ehe, glaube ich, streitet man sich im Deutsch-Französischen und rauft sich dann wieder zusammen. So, im Moment rauft man sich aus meiner Sicht auch auf der deutschen Seite weniger stark zusammen als auf der französischen. Die französische ausgestreckte Hand, die wir letzte Woche so schön annehmen wollten aus dem politischen Berlin, ist, glaube ich, nicht deutlich angenommen worden. Und jetzt zu den Reformprojekten. Ich will nicht in einzelne Projekte eingehen, denn da sind viel zu viele sozusagen im Moment auf dem politischen Silbertablett sozusagen. Aber ich glaube, zwei große Fragen, die Deutschland und Frankreich stellvertretend für alle in der Europäischen Union, auch für uns als Bürgerinnen und Bürger, beantworten müssen, ist die Frage, können wir weitergehen, indem wir
einzelne Reformschritte aneinanderreihen. Wird das die Bürgerinnen und Bürger wieder für dieses Projekt begeistern oder brauchen wir im Sinne von Emmanuel Macron eigentlich eine sehr viel stärker in die Zukunft gerichtete Reformagenda, eine, wenn Sie so wollen, Vision? Ich weiß, Helmut Schmidt, das lassen wir jetzt mal mit den Visionen, aber brauchen wir nicht wieder eine Vorstellung davon, wo wir Europa, die Europäische Union hinbewegen müssen? Also brauchen wir sozusagen, und das ist ja das, was Macron unterscheidet von so vielen im Moment auf der politischen Bühne sozusagen, brauchen wir wieder so eine positive Begeisterung, eine positive Stimmung, eine positive Erzählung auch von Europa gegen all die, die das Projekt immer so schön kaputt reden. Also das, finde ich, ist das eine sozusagen. Wie mutig müssen wir jetzt eigentlich sein und sollten wir nicht sehr viel mutiger auch wieder im Jahre 2018 sein, als es vielleicht auch die deutsche Politik der kleinen, wohltarierten Schritte ist? Und die zweite große Frage, glaube ich, die Deutschland und Frankreich beantworten sollen, die ist auch so alt, ehrlich gesagt, wie das europäische Projekt, nämlich wie gehen wir denn gemeinsam voran? Im Konzert von allen 27, ich habe jetzt Großbritannien schon rausgerechnet, Entschuldigung, im Konzert aller Mitgliedstaaten auf die Gefahr hin, dass die Schritte, die wir gehen können, sehr langsam und sehr klein sind. Ich habe das vorhin selber kritisiert, aber ich sehe auch die positiven Aspekte dieses Zusammenhaltes. Oder erlauben wir, und wenn ja, in welchen Bereichen, es einer Gruppierung von Staaten, die willens und in der Lage sind, schneller gemeinsam voranzukriegen. Das eine hat den Vorteil, dass man schneller Antworten auf die Herausforderungen finden kann. Das glaube ich auch vielen Bürgerinnen und Bürgern, die eine positive Grundeinstellung zu Europa haben, die Erfolge schneller sichtbar werden. Der Nachteil ist natürlich, wo setzen Sie sozusagen den Schlussstrich? Wann wird aus einem effizienzgetriebenen Gedanken ein Europa der Beliebigkeit, nicht der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sondern der Beliebigkeit? Wann differenzieren wir uns so stark aus, dass der Kern des europäischen Projektes nicht mehr da ist? Und ich glaube, diese Fragen, die werden uns mit der Zunahme dieser Krisen, die wir ja schon festgestellt haben, immer weiter verfolgen. Und diese Fragen werden drängender. Und da sehe ich eigentlich viel stärker die Frage oder die Aufgabe für Deutschland und Frankreich, eine Antwort zu finden, als bei den, Entschuldigung, eher fast Fragen technischer Natur. Brauchen wir ein Eurozonenbudget? Wie groß soll es sein? Was machen wir mit dem Geld? Das sind alles wichtige Fragen und für manche Mitgliedstaaten sozusagen auch schon essentiell. Aber wenn wir, glaube ich, dieses große, neudeutsch sagt man, glaube ich, das Big Picture aus den Augen verlieren, dann springen wir möglicherweise auch in der Beantwortung von Detailfragen zu kurz. Ich glaube, dass die Frage vom Eurohaushalt keine Detailfrage ist. Was dahinter steckt als Idee, und das ist genau der Punkt, was kann der Kern des zukünftigen Europas sein? Und die Idee, die bei Macron und anderen ist zu sagen, der Euro war richtig und hat einen Grundfehler gemacht. Der Grundfehler war, und das ist in Maastricht angelegt, wir haben eine gemeinsame Währung und dann hat jeder geglaubt, automatisch wird das politische Europa folgen. Lest die Protokolle von Maastricht. Das waren Marxisten erstes Semester. Sie haben gesagt, wir machen die Infrastruktur, die ökonomische Infrastruktur und das Politische wird folgen. Und das Politische nach 30 Jahren hat immer noch nicht gefolgt, weil es gibt keinen Determinismus. Das heißt, die Idee, die dahinter steckt von Macron ist, aus der Eurozone die zu reparieren und die Eurozone zu einem Instrument der wirtschaftlichen Auseinandersetzung zu machen, um die soziale Krise zu beantworten und die Auseinandersetzung in der Globalisierung
Das heißt, er sagt protéger, also schützen. Wir müssen die Europäer und die europäische Wirtschaft schützen vor zum Beispiel Dumping und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig brauchen wir einen Investitionsrahmen, der uns ermöglicht, genau diese sozialen Krisen ja, zu beantworten. Und dann, das ist jetzt der Punkt, weil vorhin wurde gesagt, Irland und Holland, und das ist genau die Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung ist, dass er mit der Eurozone diesen zum Beispiel die Steuerharmonisierung, also Unternehmenssteuerharmonisierung, das ist ganz wichtig, das betrifft Irland, das betrifft Holland und Zypern und so weiter, und gleichzeitig aber den Anreiz zu schaffen, nämlich dass mit einem Haushalt, europäischen Euro-Haushalt, in den sozialen Krisen oder die krisenhaften Industriezweige europäisch zu unterstützen, um aus diesen Krisen rauszunehmen. Und dazu braucht er aber auch eine politische Führung. Er sagt, das wird nicht automatisch folgen. Hinter der Idee des Euro-Finanzministers steht auch eine politische Kontrolle. Da kann man sich streiten, sind es die EU-Parlamentarier aus diesen Ländern. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Ich will mich nicht im Einzelnen dann verlieren, aber ich will sagen, das ist die eine Dimension der Politisierung. Ich habe vorhin die zweite Dimension, wo er drauf gesetzt hat, nämlich die Politisierung der Auseinandersetzung, der große Wurf um Europa. Und da hat er sehr viel auf die Europawahlen gesetzt, als gemeinsames Moment. Und deswegen dieser Vorschlag, dass ein Teil, nicht viel, der Abgeordnete auf transnationalen Listen, das heißt die gleichen Abgeordnete kandidieren in allen europäischen Ländern, um genau zu zwingen, und dann diese Spitzenkandidaten wären die Spitzenkandidaten dieser europäischen Liste. Das heißt, sie müssten sich politisch von Helsinki bis Palermo, auseinandersetzen und nicht nur über die den Kreisel da irgendwo in Städtchen, ist das gut oder schlecht. Und das hat die CDU kaputt gemacht, die CSU, und das haben zum Teil die Linken kaputt gemacht. Die haben nicht gewollt, weil die CDU, CSU und die Europäische Volkspartei im Parlament ihre Macht über den zukünftigen Kommissionspräsidenten sichern wollte. Das ist einfach so. Das war eine große Niederlage, weil da Frau Merkel nicht führen konnte, wollte oder nicht in der Lage war. Und das ist schlimm, weil wir diese Chance der europäischen, der Demokratisierung in der Auseinandersetzung verloren haben. Das muss man irgendwie, da gibt es andere Vorschläge, zu reparieren. Denn the big kann nur geschehen, wenn es auch eine big Auseinandersetzung gibt. Wenn es eine öffentliche Auseinandersetzung über das, was vorgeschlagen wird. Deswegen finde ich auch meinen Vorschlag mit der Flüchtlingsagentur so wichtig, weil wir aus einer negativen Spirale zu einer positiven kommen können. Wir geben Anreiz, Flüchtlinge zu übernehmen, kann auch helfen, soziale Probleme, die nichts mit den Flüchtlingen zu tun haben, mitregeln zu können. Dass diesen Vorschlag bringt Macron in dem Rat, da Deutschland dreht sich um, sagt, wir wissen nicht genau, die Polen sagen, wir wissen nicht genau, wo die Madonna steht. Und so. Das ist die Schwierigkeit Europas heute, dass wir Regierungen haben, und deswegen bin ich gegen einen Staatenbund, weil ein Staatenbund wird beherrscht von den Regierungen, wird beherrscht im Moment von einem Orban, von dem Kaczynski, von dem in Zypern, also, und letzter Punkt, für mich, diktatorisch, gibt es zwischen Putin und Erdogan keinen Unterschied. Keinen Unterschied. Frau Dahlen, vielleicht möchten Sie auch was zu dem großen Bild oder zu den kleinen Schritten sagen.
Aber da es jetzt zweimal gesagt wurde, vielleicht sagen, können Sie ganz kurz auch nochmal Ihre Idee von der Demokratisierung der Europäischen Union skizzieren. Und stimmt es, dass die Linkspartei oder die Linken im Europäischen Parlament mit den, wie das der Herr Kuhn-Wellend gesagt hat, die Rechten ebenfalls gegen das Modell der Demokratisierung, das vorgeschlagene, gestimmt hat? Ja, vielleicht nochmal ein Punkt. Also es ist sehr gut, wenn Sie keinen Unterschied sehen. Das Problem ist natürlich aber, dass es in der Politik der Europäischen Union einen Unterschied gibt. Den einen sanktioniert man, den anderen hofiert man. Also Sprichwort Putin-Erdogan. Dem zahlt man Geld und Waffenlieferungen und Beitrittsverhandlungen und so weiter. Das wäre mal ein Anfang, wenn man das mal einstellt. Also nicht wegen Sanktionen, sondern dass man die Unterstützung mal einstellt. Das wäre ja vielleicht mal ein Anfang. Dann wäre man auch glaubwürdiger in anderen Sachen. Und das Zweite ist, ja, Demokratisierung, es wird einfach so als Demokratisierung dargestellt. Aber ich meine, für mich, ich muss sagen, ich als Bundestagsabgeordnete muss sagen, also für mich ist die Attraktivität, Souveränitätsrechte an die Brüsseler Behörde abzugeben, an so eine Regierung in Brüssel, die ist für mich nicht besonders groß, muss ich sagen. Und bitte, ja, das kann ja für Sie ein Fehler sein, aber für mich ist es nicht, und ich sehe das auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit denen ich spreche. Weil so kann man natürlich als Bürgerin und als Bürger kann man zu den, kann man viel schneller sozusagen im nationalstaatlichen Rahmen und die Demokratie und der Sozialstaat wird im nationalstaatlichen Rahmen organisiert und wird dort auch erlebbar und erfahrbar, ist für viele Bürgerinnen und Bürger nur das sozusagen greifbar. Was da auf der Brüsseler Ebene in Straßburg und in Brüssel gemacht wird, ist für viele gar nicht da, ist nicht ergreifbar, ist nicht erfahrbar. Und insofern halte ich das, und ich würde Nationalstaat nicht mit Nationalismus gleichsetzen wollen. Ich finde, das ist ein Fehler, dass man den Nationalstaat gleich mit Nationalismus gleichsetzt. Und insofern halte ich das sozusagen für schwierig. Mit der Abstimmung, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die GUE-NGL da, wer genau, welche Gruppen in der Fraktion der GUE-NGL wie abgestimmt haben. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, die Vorschläge, die gemacht worden sind, wenn man jetzt mal ganz konkret darüber spricht, ist ja, eigentlich ist der, ich muss es ehrlich so sagen, also mein Eindruck ist, der Zug ist abgefahren. Mein Eindruck ist es. Also kann sein, dass Sie das anders sehen. Weil ich meine, nächstes Jahr sind die Europa, bitte? Der Zug ist abgefahren, ja, aufgrund, also, der Entscheidung, genau, im Parlament. Ja. Ja, nein, aber nicht nur in der Sache. Nicht nur in der Sache. Ich meine überhaupt die Vorschläge. Weil mein Eindruck ist, dass Merkel mit Schäuble und auch mit Scholz ja eigentlich schon geantwortet haben teilweise auf das Problem, ja, auf den Vorschlag mit dem Eurohaushalt, mit dem Euro-Finanzminister. Da wurde ja eigentlich schon geantwortet, dass man sagt, dass das würde sozusagen ein Länderfinanzausgleich mäßig aussehen. Das lehnte man ab, Schäuble. Merkel hat gesagt, sie möchte den Schäuble-Kurs fortführen in der Europäischen Union. Und das bedeutet ja eigentlich eine Absage an die Vorschläge von Macron in dieser Hinsicht. Und ich sehe auch nicht, inwieweit das noch überhaupt eine Dynamik entfalten soll, wenn nächstes Jahr schon die Europaparlamentswahlen sind, 2019 stehen die an. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt große Reformen angestrengt werden können von den EU-Mitgliedstaaten, die auch mit Brexit und so weiter verhandeln, jetzt über die Vorschläge von Macron zu verhandeln. Also ich sehe es eigentlich nicht so, dass das groß Realität wird, was Macron da vorgeschlagen hat. Sie können das natürlich anders sehen. Ich will nur sagen, mein Eindruck ist eigentlich, dass nicht nur in Sachen der Wahlen für die EP-Wahlen 2019, sondern insgesamt für die Vorschläge jetzt erstmal der Zug abgefahren ist, weil ich nicht sehe, das Zeitfenster ist viel zu gering, finde ich, um darüber überhaupt noch ernsthaft sozusagen zu debattieren und ein Verfahren innerhalb der Europäischen Union mit den 27 Mitgliedstaaten zu finden. Also
Noch einmal, Macron hat nicht einen Vorschlag gemacht für die nächsten Europawahlen. Nein. Nein, Moment. Macron geht von der Idee aus, dass er 10 Jahre Präsident sein wird. Noch einmal wiedergewählt. Vielleicht nicht, vielleicht ja. Und in diesen 10 Jahren will er die Reform der Europäischen Union. Das heißt zu sagen, dass Zeitfenster, ja, es gibt einen Rückschlag in diesen Demokratisierung, aber die Frage zum Beispiel, das ist unglaublich. Macron hat 5-mal in Deutschland erklärt, dass er nicht Vergemeinschaftung von Schulden will, dass er nicht einen Länderfinanzausgleich wird und es kommt aus Deutschland, auch von Frau Merkel oder von der CSU, immer die Antwort, wir wollen keine Vergemeinschaftung der Schulden und wir wollen keine, das hat er überhaupt nicht vorgeschlagen. Man kann ja sagen, er hat Unsinn vorgeschlagen, aber man kann, ich habe den Eindruck, dass Merkel irgendwie auf Macron zugehen will, um dann zu sagen, ich habe gewonnen, es gibt keinen Länderfinanzausgleich und keinen Schulden, aber das, was er will, er sagt, wir haben 2 Investitionsmöglichkeiten in der Europäischen Union. Wir haben die Europäische Investitionsbank. Die Europäische Investitionsbank ist eine Form von Schulden. Nämlich, sie garantiert eine Investition, dass die Banken machen und damit machen die einzelnen Staaten, sie finanzieren die Europäische Investitionsbank, garantieren diese Schulden. Macron sagt, wir müssen Punkt 2 zu einem Investitionsfonds, das nennt er den Eurofonds, das mit Geld von den Ländern reingebracht, nicht zum Ausgleich. Nämlich wir müssen, da ist er in einher, geht er einher mit dem Juncker-Vorschlag, wir müssen ganz klar spezifizieren, wo braucht Europa, nicht einzelner Staat, welche Art von Investition. Die einen sagen Digitalisierung, ich will im Einzelnen nicht sagen, aber das ist sein Projekt und sein Projekt wird nicht aufhören mit der, das hat mit der Wahl dann nichts mehr zu tun. Er sagt, wenn Europa in der Globalisierung, wenn man sieht, was die Chinesen machen, wenn sie die Häfen Piräus kaufen oder was immer, wenn das so weitergeht, muss Europa in der Lage sein, industrielle Zweige, die wir brauchen, zu unterstützen durch Investitionen. Und das hat mit Länderfinanzausgleich überhaupt nichts zu tun. Also da können die Wissenschaft mir sagen, entweder bin ich verrückt, ich verstehe nicht von der Sache, oder man soll aufhören damit. Und deswegen ist die Frage des Zeitfensters. Natürlich wird das zentral in den Europawahlen zur Auseinandersetzung stehen. Und dann wird es ein Europaparlament geben. Und deswegen finde ich, diese Investition, man gibt nicht Souveränität an eine europäische Behörde, sondern man versucht neu zu definieren, was europäische Souveränität sein könnte. Und europäische Souveränität muss demokratische Strukturen haben, das hat etwas mit dem Parlament zu tun und so weiter und so weiter. Aber hier nochmal sich hinzustellen in einer Zeit der Globalisierung, wo alle sehen, dass wir gegenüber China, Trumps Reaktion, Russland und so weiter, gar nichts machen können, ein einzelner Nationalstaat zu sagen, in der nationalen Souveränität wird das besser gelöst. Da, wenn das das Ergebnis ist, dann scheitert Europa. Das kann ich euch sagen. Frau Kempin, Sie haben sich ab und zu die Stirn gerunzelt. Möchten Sie etwas anfügen oder gar korrigieren? Oder? Ja, es gäbe natürlich sehr viel zu kommentieren. Ich glaube, ich habe da die Stirn gerunzelt, auch als von dem, ich persifliere es jetzt mal, Entschuldigung, vom Europa der Nationalstaaten die Rede war. Das ist tatsächlich nicht mein Verständnis von Europa und ich hoffe auch, dass sich dieses Verständnis nicht weiter durchsetzt. Um nicht zu sagen, bald möglichst schnell ins Hintertreffen gerät und auf den Rückmarsch sich begibt. Ich bin in einer Zeit groß geworden. Ich habe mein Abitur hier in Hessen 1993 gemacht, als die Grenzen fielen. Wir haben uns auch der grenzenlose Jahrgang damals genannt in unserer Abi-Zeitschrift, um auch ein bisschen eigene Zeithistorie, eigene Zeitreise mit Ihnen zu unternehmen.
Und tatsächlich bin ich groß geworden in einem Verständnis von der Europäischen Union, dass wir durch die Abgabe von Souveränität mehr Souveränität am Ende des Tages hinzugewinnen. Und ich glaube, dass diese Idee bis heute sehr gut aufgegangen ist. Es gibt sicherlich in einzelnen Feldern Aspekten. Die Griechenland-Krise ist sicherlich ein schwieriger Fall in diesem sozusagen in diesem Spektrum zugegebenermaßen. Aber ich glaube, dass doch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch Deutschland besonders gut mit diesem Prinzip von Souveränitätsabgabe und Souveränitätsgewinn gefahren sind. Wenn wir also jetzt wieder darauf zurückkommen und auf uns sagen, eine Brüsseler Bürokratie sei der Grund allen Übels der Europäischen Union, muss ich sagen, das halte ich für falsch. Das sehe ich in meinen Beobachtungen nicht. Das Problem ist, dass die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich in den letzten Jahren auch unter deutscher Führung immer mehr Rechte zurückgeholt haben. Und diejenigen, die tatsächlich für den europäischen Gedanken einstehen, die Europäische Kommission als sogenannte Hüterin der Verträge, als neutrale Instanz, die viel Gutes macht, nicht nur die Krümmung von Gurken bestimmt, für die sie so oft gescholten wurde, und das Europäische Parlament, das wirklich vorbildlich agiert, wenn es darum geht, eben zu überlegen, wie können wir denn Europa besser leben, gemeinsam leben, dass diese Institutionen von den Nationalstaaten tatsächlich desavouiert und sehr stark ins Hintertreffen gebracht worden sind. Also runzel ich weiter die Stirn, solange ich höre, dass wir Brüssel entmachten und die Hauptstädte stärken sollen. So, ich würde jetzt gerne in einer letzten Runde die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer noch mal zu bitten, sozusagen das bisher Gesagte noch ein bisschen zu strukturieren noch mal. Es wurden ja viele Punkte angesprochen, womit man möglicherweise die Europäische Union voranbringen kann. Ich würde Sie bitten, die drei wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht noch mal kurz darzustellen, noch mal kurz zu skizzieren oder noch mal zu benennen, um dann dem Publikum die Fragen zu ermöglichen. Herr Kuhn-Bendit. Ich möchte da anknüpfen. Das Wichtigste ist, zu definieren, was europäische Souveränität sein müsste in der globalisierten Welt von heute und wie kann sie demokratisch strukturiert sein. Das ist die Herausforderung, weil, das habe ich versucht, weil alle Probleme, die wir haben, werden wir nur mit einer neu definierten, über den Nationalstaat stehende Souveränität. Das bedeutet nicht, dass es die Abschaffung der Nationalstaaten gibt. Das mag ich mir als Träumer wünschen, aber das steht überhaupt nicht zur Debatte, sondern es steht zur Debatte, Ulrike Gero nennt das die Republik Europa, früher hat man gesagt, die Vereinigten Staaten von Europa, eine Idee dieser Souveränität als demokratische Idee zu formulieren und nicht nur als Wirtschaftsprojekt. Das ist das eine. Und da gehört das Punkt zwei, dass ein Staat, ein Gebilde, das souverän ist, hat zwei Funktionen. Das ist vorhin gesagt worden. Es hat die Funktion, die Menschen sozial zu schützen. Vor Armut, vor Krankheit, vor Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Und es hat die Funktion, die Menschen nach außen zu schützen. Das heißt zum Beispiel, um ein Problem zu nennen, wo die Europäische Union, wir haben uns 10 Jahre lang vom Europaparlament den Mund fusselig geredet. Es ging um den europäischen Staatsanwalt. Nämlich zu sagen, solange, wie wir sehen, wird die Bedrohung, die Gefahr von Terror in Europa breitet sich aus und das kann man nicht mehr national einfach lösen.
die Innenminister und Justizminister der Nationalstaat, der Regierung, anschließend Deutschland, Frankreich und alle, haben 10 Jahre lang gesagt, nein, das ist nationale Souveränität. Und das Europaparlament kam immer wieder, das könnt ihr nicht so lösen. Und dann gab es den Fall Amrin und dann gab es alle Fälle. Dann gab es die Anschläge in Frankreich, die Durchlässigkeit zwischen Belgien und Frankreich. Und plötzlich war das evident, dass wir einen europäischen Staatsanwalt, dass wir mehr als eine Koordination angesichts des Terrors, was in ganz Europa uns bedroht, von innen und von außen. Da sieht man, dass die nationale Souveränität des Kampfes gegen Terror nicht genügt. Wie man sie entwickelt, wie man sie demokratisch kontrolliert, eine ganz schwierige Frage, die wir noch nicht gelöst haben, ist die Auseinandersetzung. Und der letzte Punkt, weil mit der Armee, wir haben in Europa 2 Millionen Soldaten national im Uniform. 2 Millionen. Was können diese machen? Gar nichts. Wenn ich... Ja, keine Waffen. Okay, die einen sagen keine Waffen. Ich bin davon weggekommen. Es tut mir leid. Nach den Erfahrungen in Bosnien, nach den Erfahrungen, was wir hier erlebt haben, finde ich, dass es manchmal gut ist, wenn man hilflose Menschen auch schützen kann gegen eine Aggression. Da bin ich nun mal reaktionär geworden. Weil ich ja, ja. Warum man was macht? Entschuldigung. Richtig, aber dazu hätte man eine Militärintervention gebraucht. Ja, deutsche Waffen. Ja, richtig. Ich bin auch gegen diesen Waffenverkauf. Nur eins müssen wir wissen. Wenn Sie sagen, warum beschützen wir nicht die Menschen, dann sagen Sie, können wir uns ein Europa vorstellen, was in einer solchen Situation wie Assad auch die Menschen schützt? Das ist genau die Frage. Und ich glaube, wir brauchen nicht 2 Millionen nationalstaatliche Soldaten, die nichts können, sondern wir brauchen perspektivisch eine europäische Armee, 300.000 Soldaten, die ausgebildet sind für die Welt von heute und nicht für die Welt von gestern. Das ist die Auseinandersetzung. Das ist die Perspektive. Schwierig. Ich habe nicht alle Lösungen. Ich behaupte nicht, dass ich alles jetzt so lösen kann. Ich sage nur, angesichts dessen, was wir nicht gemacht haben, angesichts dessen, dass wir Auseinandersetzung mit dem Terror, Mali ist ein Ergebnis. Ich kann verschiedene Vorschläge, Länder benennen, wo wir, wenn wir nichts tun, und man kann es auch falsch machen. Libyen war auch falsch. Es wäre richtig gewesen, Benghazi zu schützen. Es war falsch, ein Regime-Change zu wollen. Das kann man alles benennen, wo wir was Richtiges oder was falsch machen. Aber man muss die Möglichkeit haben. Libyen-Einsatz zum Schutz von Benghazi. Nach 7 Tagen haben die Engländer und die Franzosen Mama und Papa geschrieben und hatten keine Munition und brauchten die Amerikaner. Ich will, dass eine Europäische Union in der Lage ist, demokratische Entscheidungen zu führen und selbst sie auszuführen und nicht von Amerika abhängig zu sein. Das ist für mich Souveränität. Frau Dadlin, was sind Ihre 3 wichtigsten Punkte? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, einmal die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden in der Europäischen Union. Das heißt eben dieses Gefälle von Arm und Reich. Das muss überwunden werden, damit die Menschen auch wieder an die Europäische Union auch glauben können. Das Zweite ist, dass ich denke auch, dass die politische Spaltung mit dem, was hier diskutiert worden ist, glaube ich nicht, dass man die aufheben kann. Also, und die muss aber aufgehoben werden, weil wir haben eine Spaltung innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten beispielsweise, nicht nur Nord-Süd, sondern auch Ost-West. Und Stichwort die Flüchtlingsfrage, die Flüchtlingskrise, die Flüchtlingspolitik. Ich nehme an, dass man bei der Flüchtlingspolitik besonders den osteuropäischen Staaten es nicht einfach diktieren werden kann, was sie zu tun haben, weil das wird sie noch mehr sich abwenden lassen von der Europäischen Union. Sie wollen, und das ist für sie eine Souveränitätsfrage auch,
Sie sagen, wir wollen das nicht, und wenn man das uns dann aufzwingt, dann machen sie halt nicht mehr mit. Ich glaube, das ist auch eine Frage, mit der innerhalb der Europäischen Union eben diese Spaltung auch überwunden werden muss. Und das andere ist, dass ich denke, dass die Demokratie eine sehr, sehr wichtige Frage ist. Wir brauchen mehr Beteiligungsformen für die Bevölkerungen innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten. Ich finde, dass es ein Mangel ist, dass zum Beispiel in einigen Ländern über die Grundlagenverträge wie den Vertrag von Lissabon abgestimmt werden durfte und wir in Deutschland die Bevölkerung zum Beispiel nicht abstimmen durfte über diesen Vertrag. Ich finde, so grundsätzliche Sachen müssen die Bevölkerungen auch abstimmen. Das heißt zum Beispiel auch bei der Vertiefung, bei der Erweiterung sollten auch die Bevölkerungen von Europa darüber abstimmen können, aus meiner Sicht. Weil das ist ja wichtig, dass man da überhaupt Beteiligungsformen hat. Und jetzt wurde auf polemische Art und Weise gemeint, wegen Nationalismus und Nationalstaat. Ich muss da wirklich nochmal klarstellen, natürlich leben wir in einem Nationalstaat. Also ist das kein Nationalstaat, die Bundesrepublik Deutschland? Ja, also ich meine, wir können doch jetzt auch nicht so tun, als wenn es kein Fakt ist, dass Deutschland ein Nationalstaat ist. Und insofern, es ist für viele Menschen in Sachen Demokratie, haben viele Menschen, das mag ihnen nicht gefallen vielleicht, aber so ist es nun einmal, dass die Mehrheit der Bevölkerung, wenn man den Umfragen glauben mag, ist es so, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, dass der Nationalstaat noch für ihn sozusagen das Erfahrbare ist mit Demokratie, dass er in diesen Grenzen noch die Demokratie erfährt. Und das sagen sie ja nicht, weil sie Nationalisten sind, sondern weil sie, ja, die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist jetzt nationalistisch. Ja. Ich bitte Sie. Also das ist wirklich absurd. Das ist absurd. Das ist wieder was ganz anderes, was Sie jetzt meinen mit dem Wohlstandschauvinismus. Aber es geht hier um den Nationalismus in Fragen der Nationalstaatlichkeit oder nicht. Und damit verbunden auch ein Wert der europäischen Idee eben mit der Demokratie. Und ich finde, wenn diese Fragen eben nicht geklärt sind, dann wird sich auch die Spaltung politisch sowie gesellschaftlich, auch diese Spaltung wird zunehmen in der Europäischen Union und wird nicht abnehmen. Und als letzten Punkt, das sagte ich schon am Anfang und dabei bleibe ich auch, was ganz, ganz wichtig ist, ist eben diesen sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union, dass er gestärkt wird. Weil ich muss wirklich sagen, also ohne diesen sozialen Zusammenhalt, denke ich, wenn die Europäische Union, entweder wird sie sozial und friedlich sein oder sie wird auf Dauer nicht sein. Das ist meine Überzeugung. Sie muss sozial und friedlich und natürlich demokratisch sein. Ansonsten wird sie auf die Dauer nicht sein. Und die Rechtsentwicklungen in vielen europäischen Staaten, in vielen europäischen Mitgliedstaaten und jetzt ja auch eben in der Bundesrepublik Deutschland, die zeigen das ja auch. Sie sind ja keine Ursache, sondern sie sind die Folge dieser Krisenhaftigkeit der Europäischen Union. Die Folge dieser Krisen und mit diesen Folgen sind eben auch diese Rechten, manche nennen das auch rechtspopulistische Parteien und diese Bewegungen, immer stärker und größer geworden. Und das hat meiner Meinung nach eben auch mit dem Mangel am sozialen Zusammenhalt, Mangel an demokratischen Elementen und Mangel an gesellschaftlichen, eben auch Überwindung dieser Spaltung, gesellschaftspolitischen Spaltungen zu tun. Und deshalb erste Sache, sozialen Zusammenhalt stärken, zweitens die Demokratiefrage, drittens natürlich eben aber auch die Friedensfrage. Ohne all diese Sachen, glaube ich, ist es auf Dauer eben nicht zu retten. Danke. Frau Kempin, Ihre drei wichtigsten Punkte. Ja, bevor ich die drei wichtigsten Punkte nenne, das mache ich dann ganz kurz, muss ich sagen, ich verstehe ehrlich, ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie wir ein soziales Europa schaffen können, wenn Sie gleichzeitig Werbung dafür machen, dass jeder Nationalstaat sich selbst am nächsten sein soll in der Europäischen Union. Diesen Widerspruch bekomme ich für mich sehr schwer aufgelöst. Meine drei Reformprojekte sind
tatsächlich liegen alle schon auf dem Tisch. Reform der Wirtschafts- und Währungsunion, ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei, einen EU-Haushalt zu bekommen. Je früher, desto besser. Deutschland ist ein Euro-Haushalt, ja. Entschuldigung, gut, dass Sie es nochmal sagen. Wir hatten vorhin den Streit zwischen EU und Europa. Man muss präzise bleiben. Ich hoffe, dass das, was wir sehen, tatsächlich deutsche Rückzugsgefechte sind. Das zweite Reformprojekt, eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik. Auch daran, glaube ich, führt längst kein Weg mehr vorbei. Die Zahlen liegen auf dem Tisch und es ist, glaube ich, obsolet, nochmal zu betonen, dass so, wie wir uns in den letzten Jahren gemeinsam als EU-Mitgliedstaaten gebärdet haben, das tatsächlich unserem Ansehen und der Grundidee der europäischen Integration widerspricht. Und das dritte Reformprojekt wäre für mich die Schaffung einer gemeinsamen Rüstungsexportpolitik. Denn Rüstung und Rüstungsexportpolitik sind, glaube ich, ist die Kernfrage dessen, was uns dann am Ende des Tages zu einer europäischen Armee als Langfristvision, aber auch zu mehr Kohärenz und mehr Gemeinsamkeit in Fragen der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik führen wird, wenn wir uns darauf verständigen können, mit welchen Ländern wir sicherheits- und verteidigungspolitisch kooperieren können und um welchen Preis, zu welchem Preis wir das tun, dann wären wir aus meiner Sicht auch als außenpolitische Akteure ein ganzes Stück weiter, als wir es heute sind. So, das war die erste Etappe, jetzt folgt die zweite Etappe. Hier, Sie sehen den Herrn hier auf meiner linken Seite, der hat das Mikro und ich habe Sie gesehen, Sie kommen auch gleich dran. Nur bitte, wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde. Je kürzer die Frage, desto schneller kann geantwortet werden und desto mehr Fragen aus dem Publikum können wir stellen. So, da hinten hatten wir schon die erste Wortmeldung. Hier, da kommt der Mann mit dem Mikro. Genau. Ja, hallo. Also alle Podiumsteilnehmer außer Frau Dardelen haben die EU sehr positiv dargestellt, eine EU-Gemeinschaft. Und insbesondere wurde von deutsch-französischer Motor geredet. Da frage ich mich, es gibt 27 Länder und durch diese Austeritätspolitik und EU-Wirtschaftspolitik sind Länder wie Griechenland und Spanien kaputt gewirtschaftet. Jetzt ist meine Frage, EU-Gemeinschaft, wofür steht sie? Warum hat sie sich gegründet? Ist es auch nicht die Aufgabe der EU-Gemeinschaft, für Frieden zu sorgen? Das nimmt sie nicht an ihrem TU. Und alle paar innerhalb von Europa ist Frieden. Die Länder bekriegen sich nicht. Aber was ist mit Nahem Osten? Was ist mit den Waffen, die alle paar Minuten, deutschen Waffen, die auf der Welt Menschen stören? EU-Gemeinschaft sind für mich Konzerne, die um ihr Profit bedacht sind. Und diese unsoziale Politik und auch die soziale Spaltung zwischen Arm und Reich, die ist vorhanden. Und da muss mehr gemacht werden. Da unterstütze ich die Aussagen von Frau Dardelen. Danke. Ich wüsste jetzt noch nicht so genau, was das, wo da, also entweder waren sehr viele Fragen, die wir heute nicht beantwortet bekommen. Die haben wir, glaube ich, heute Abend aus verschiedenen Mündern verschiedentlich beantwortet, ja, aber die sind angesprochen gewesen. Dann machen wir vielleicht einfach mit der nächsten Frage weiter. Ich sehe hier einen Herrn mit, genau dort. Ja, man muss ja einen Diskussionsbeitrag in eine Frage stellen, in eine Frage kleiden. Frage ist, wie kann es uns gelingen, die jüngeren Leute für den Gedanken Europa, für die Vision Europa zu überzeugen. Mich ärgert und nervt es immer, die letzten Jahre immer, wenn ich mit jüngeren Leuten, aber auch mit Eltern, der Beitrag jetzt fand ich auch ärgerlich, diskutiert, wenn das immer so wie selbstverständlich hier dargestellt wird, naja, Europa ist nicht so wichtig und was haben wir davon? Die Frage, Brexit, nämlich, ist ja auch so ein Beispiel dafür, die jüngeren Leute haben da wesentlich weniger mit abgestimmt, wenn die alle mit abgestimmt hätten, wäre es wahrscheinlich nicht zum Brexit gekommen. Und deswegen, also, meine,
Vorschläge oder meine Frage. Natürlich ist die soziale Ungleichheit ein Riesenproblem und auch das muss sich ändern, da muss was auch spürbar werden für die Leute. Nur glaube doch keiner, ohne die EU wäre es besser. Da wäre es mit Sicherheit noch viel schlimmer. Die Ungleichheit wäre größer. Und das Zweite, und da finde ich die Vorschläge, die du genannt hast, gebracht, das in vielen Dingen außerordentlich überzeugend. Wir müssen deutlich machen, ganz konkret, was für Vorstellungen wir haben, wie wir es ändern wollen. Und dann kann man nur sagen, Militärpolitik, meinen Sie Militärpolitik, das würde ich gerne mal als eigenes Thema diskutieren. Ich glaube, da gibt es noch viel zu besprechen. Aber alles andere, denke ich mal, was Macron gesagt hat, in vielen Dingen sehe ich das genauso. Wir müssen konkret deutlich machen, aber wenn Sie als Vertreter der Linken sozusagen immer nur sagen, das führt nicht weiter, dann ist das keine Lösung der Problematik. Ich möchte zu den jungen Menschen. Also eine der Vorschläge, es gibt viele Vorschläge, die Macron übernommen haben, die wir schon gemacht haben, deswegen kann ich sie immer in Ruhe weitergeben. Ja? Macron hat einen sehr guten Vorschlag gemacht, dass er gesagt hat, er will innerhalb einer Generation, dass alle junge Menschen, nicht nur Studenten, also nicht nur Erasmus für Studenten, sondern auch für Lehrlinge, für Jungarbeiter, mindestens 3 Monate bis 6 Monate in einem anderen europäischen Land arbeiten oder lernen oder so wie. Alle. Und nicht, das ist eine Rieseninvestition. Das ist, ja, das haben Sie auch gemacht. Ja, sehen Sie. Und das ist ein, ich sage nicht, dass das die Lösung ist. Ja, es ist nicht die Lösung. Aber das schafft eine ganz andere emotionale Integration. Und noch interessant ist, dass er sogar diesen Vorschlag auch mit den Staaten, die in Verbindung stehen mit der Europäischen, erweitern will. Also da glaube ich, nur da muss man eins klar sagen, das wird nur geschehen, wenn wir einen Haushalt haben, der sowas finanzieren kann. Und das ist, und deswegen ist da dieses Gerede vom Länderfinanzausgleich, Schulden ist falsch, um dies gemeinsam zu schultern oder den Vorschlag, den ich gemacht habe, ein Stipendium für alle zur Unterstützung, für alle arbeitslosen Jugendlichen, ob in Griechenland, Spanien und so weiter, kostet Geld, europäisch. Das kann nicht Deutschland oder Frankreich. Und die Frage ist, ist es richtig, sowas zu wollen oder ist es falsch? Ich kann das Gerede vom sozialen Zusammenhang nicht mehr hören, wenn man soziale Vorschläge macht und man stellt sich nicht dazu. Wenn man das will, dann sagt man, man will einen EU-Haushalt, einen Euro-Haushalt, der sowas tragen kann. Aber sowohl als auch und doch nicht, das verstehe ich nicht mehr. Frau Dallender? Ja, also wir haben unsere Vorschläge gemacht, als jetzt der Élysée-Vertrag seinen Jahrestag hatte und das deutsche und das französische Parlament sozusagen zusammengekommen sind in Berlin. Da gab es auch Vorschläge von uns für eine deutsch-französische Zusammenarbeit, eine Neuauflage des Élysée-Vertrages, auch bezüglich der Krisen der Europäischen Union. Und ich sage es nochmal, statt ein Euro-Finanzministerium, statt ein Haushalt für die Eurozone, sehen wir, dass die vor allen Dingen die deutsche Wirtschaftspolitik, und das mögen manche, wie gesagt, nicht so sehen, aber die deutsche Wirtschaftspolitik des letzten Jahrzehnts, ganz besonders der letzten 15, 20 Jahre, das ist das Problem, das die soziale Spaltung so vertieft hat. Nämlich diese Exportüberschüsse, die Niedriglohnpolitik, das sind die Probleme. Und sehen Sie, wenn jetzt Trump sagt, er möchte gerne Strafzölle. Und bei allem, was ich an Trump kritisiere, nein, wir sind auch nicht dafür. Aber das ist einfach Blödsinn. Also wirklich, ob ich jetzt dafür bin oder nicht, das interessiert den Trump nicht. Sondern es geht darum, dass man darauf hinweist, dass das nachvollziehbar ist aus ihrer Sicht. Ökonomisch ist es nachvollziehbar, weil man ein Außenhandelsungleichgewicht hat. Wenn Sie deutlich stärker exportieren, nicht importieren und dann auch noch intern abwerten nach innen,
durch niedrigere Löhne. Ich meine, wir haben die niedrigsten Löhne in Europa. Es ist nicht irgendwie Griechenland oder sonst was. Wir, Deutschland, wir haben den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa. Und das ist ein Problem. Und das ja, also es kann sein, dass Ihnen persönlich es besser geht und Ihrer Umgebung. Also ich meine, aber wir haben in den letzten Wochen die Tafeldiskussionen in Deutschland erlebt. Es ist nicht so, dass es jedem so gut geht wie Ihnen persönlich vielleicht. Und vielleicht sollte man sich das auch nochmal gedanklich nochmal reflektieren, dass es schon natürlich auch Armut gibt. Und das Problem ist natürlich für viele Staaten... Nicht dazwischenrufen, bitte. Das denke ich auch. Also ich finde diese Korrektur, wir müssen eine Korrektur herbeiführen dieser deutschen Wirtschaftspolitik, weil das letztendlich mit ein Grund ist, warum andere Staaten eben sagen, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Das muss man ökonomisch einfach zur Kenntnis geben. Das muss man ja nicht politisch gut finden, aber ökonomisch ist das letztendlich so, dass es diese Effekte auslöst in anderen Staaten. Die können einfach nicht mithalten mit einem solchen Exportweltmeister wie die Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb muss man da meines Erachtens entgegenwirken. Und das sagen ja auch viele Ökonomen. Und das andere ist, die Jugendlichen dafür zu gewinnen. Ja, ich sagte doch die Zahlen bei vielen Ländern, dass die Jugendarbeitslosigkeit so groß ist. Und es ist natürlich so, dass man keine positive Verbindung hat zur Europäischen Union, wenn sie keine Zukunftsperspektiven haben, viele junge Menschen. Und ich meine, klar kann man sagen, man macht den Austausch, man macht den deutsch-französischen Jugendaustausch, man macht auch noch mehr Austausch. Zu meiner Jugendzeit gab es mal, als ich Teenagerin war, dieses Interrail, dass man zum Beispiel eben nach dem Abitur viele junge Menschen so eine Zugfahrkarte hatten für ganz Europa sozusagen und dann viele europäische Länder bereisen konnten. Ja, aber das muss man vielleicht eben subventionieren, mit unterstützen, auch als Staat sozusagen und sagen, dass man vielen Jugendlichen nochmal diese Möglichkeiten geben möchte, dass sie auch andere Staaten bereisen können. Das könnte man ja mal angehen vielleicht, aber ich bin da trotzdem der Überzeugung, weil wenn viele Menschen eben in vielen anderen Ländern der Auffassung sind, dass sie halt keine Zukunftsperspektiven haben, dann wird das halt ein bisschen schwierig zu sagen, so sie sollen doch bitte schön an Europa glauben. Natürlich ist das ein Wert an sich, dass man sagen kann, innerhalb der Europäischen Union haben wir eben seit Jahrzehnten eine Friedensordnung. Wir haben Frieden, es wird keinen Krieg mehr zwischen den europäischen Mitgliedstaaten geführt. Das ist schon wichtig. Aber trotzdem, viele Menschen können daraus sozusagen nicht ihre Zukunft aufbauen. Und deshalb glaube ich eben, dass diese soziale Ungleichheit eines der größten Gründe für diese Krisen der Europäischen Union ist. Gut. Irgendwie müssen wir das mal klären mit dem deutschen Überschuss. Also mit dem deutschen Überschuss. Erstmal muss man sagen, mit dem deutschen Export, erstmal muss man sagen, das hat lange gestimmt. Und es gibt ein ganz, und ich finde, dass die Gewerkschaften dann ganz richtig da im Moment die Lohnsteigerung in Deutschland vorantreiben. Ja, das muss man also sagen. Diese Entwicklung ist ja im Moment, dreht sich ja um mit einem unheimlich sogar, sagen wir, zukunftsweisenden Tarifabschluss der IG Metall mit den Arbeitgebern, mit der Flexibilität und so weiter. Also da kann man sehen, dass gerade das in Deutschland aufgrund des Nachdenkens, ja, aber man muss sehen, in welche Richtung sich im Moment Deutschland bewegt. Das ist diese Ungerechtigkeit, dass es auch zum Teil eine Armut gibt, wird da überhaupt niemand leugnen. Die Frage ist ja, mit dem Exportüberschuss, ein Problem ist zum Beispiel, dass die europäischen Autos, nicht nur Deutschland, deswegen in Amerika so gut exportieren, weil wir mit der Ölkrise eine Besteuerung des Konsums beschlossen haben, was die Amerikaner nicht gemacht haben und deswegen kein Europäer auf die Idee käme, ein amerikanisches Auto hier zu kaufen, bei dem Benzin, was die verbrauchen. Das heißt, es gibt auch Gründe, warum die
um die Exportunterschiede, weil es in Deutschland die Industrie und leider europäische Industrie weniger sich anhand der Globalisierung verändert haben. Und ja, bei der Binnenmarkt, du wirst den Binnenmarkt, es gibt keine ökonomische Lösung, die nur im Binnenmarkt zu lösen ist. Das ist ja, das heißt, wir haben den europäischen Markt. Auch im europäischen Markt verändert sich, da hat die Kommission und da hat das Europaparlament, sind genau jetzt nach der Bankenunion sind Schritte unternommen worden, um genau dies, was du angreifst, ja, diesen deutschen Überschuss, man kann der Kommission vorwerfen, dass das, was in den Verträgen ist, diese Balance zu halten, dass sie das nicht genug macht. Aber das steht in den Verträgen und das ist der Europäische Rat, die Regierung, und da kommen wir wieder auf Irland, auf Holland und so weiter, die genauso Deutschland unterstützen. Deswegen finde ich, es ist ja nicht falsch, diese Ungleichheit anzugreifen. Aber gerade nur durch Europa werden wir in der Lage sein, diese Ungleichheit aufzuheben und nicht, indem wir uns zurück in den Nationalstaat bewegen. Das ist das Problem. So, wir haben hier noch verschiedene Wortmeldungen. Versuchen wir mal hier vorne, der Herr. War ein bisschen haben Sie das ja jetzt aufgenommen. Ich finde es sehr problematisch, eine wirtschaftliche Fähigkeit, wie sie nun Deutschland mal hat, die kommt ja auch nicht aus dem Nix. Und diese Erfolge, gerade auch bei den Autos, der Trump sieht ja in Europa keine Autos, weil sie gut sind, sondern sie sind in der Regel schlecht und nicht nur wegen dem Benzinverbrauch, sondern auch in vielen konstruktiven Bedingungen. Und da sind wir nun mal spitze. Wenn wir die aufgeben aus irgendwelchen vielleicht vordergründigen sozialen Ausgleichen, dann ist die Gefahr groß, dass vieles am europäischen Markt kaputt geht. Und das ist eine große Chance gewesen und die kann man aufbauen und da kann man ja viel abgeben, aber nicht das Zerreden. Und eine Situation, wie wir sie im Moment haben, die ist auf Konfrontation ausgerichtet. Und die werden wir nur bestehen, wenn wir uns erneuern, wenn wir neue Kräfte wecken. In Italien ist gewählt worden, da ist aber nicht, glaube ich, nur gegen Europa gewählt worden, sondern gegen italienische Verhältnisse, weil die nicht reformierbar sind. Und das ist eine ganz schwierige Frage, warum sind die nicht reformierbar? Die sind überhaupt nicht effizient. Und Europa ist eine Vision und die kann in dieser Auseinandersetzung, die wir im Moment in der Welt haben werden, nicht durch Defensive und Zurückschalten gelöst werden, sondern nur nach vorne. Und wenn man einmal im Monat auf die europäische Bewegung hier in Frankfurt guckt, wenn die Demonstrationen sind, ist das auch ein Teil Hoffnung. Und der, finde ich, der ist gut. Danke. So, dann haben wir, machen wir hier vorne die Frau und dann den Herrn. Es ist mir eine Frage, nur in Kürze. Ein Thema, was überhaupt nicht angesprochen wird, bei allem, was auch positiv für mich ist in der Entwicklung zwischen Frankreich und Deutschland, die Atompolitik. Da hätte ich gern mal einfach von Dani eine Antwort zu, weil ich da, was ich bisher gelesen habe, nicht nachvollziehen kann, was Macron da vorhat. Dani, du bist angesprochen. Die französische Atompolitik ist für mich ein großes Problem. Aber das kann ich nur in der französischen Geschichte. Das ist die Antwort auf der Niederlage 1933, den Zusammenbruch der Linie Maginot. Man muss das französische Bewusstsein aus dieser Zeit mal zurückholen. Diese Unfähigkeit, Frankreich zu schützen, mit einer völlig absurden Linie Maginot, die innerhalb von genau, ich weiß nicht, 48 Stunden nicht mal durchbrochen war. Und da fing an, nach 1945, de Gaulle mit der Kommunistischen Partei, diese Idee nie wieder. Und nie wieder war die Atompolitik. Und das war durch die Atomwaffe, wird niemand wieder Frankreich angreifen. Das ist aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn man will. Man kann vieles auch, genauso erklären mit dem Brexit, nämlich dass die Engländer ein Misstrauen gegenüber Europa haben. Weil, und guckt euch den letzten Churchill-Film an, das ist so klar drin. Dem nicht, dass Churchill sagen, die sind alle eingeknickt, nur wir sind vor Hitler nicht eingeknickt.
Und dieses Misstrauen gibt es in der englischen Bevölkerung, wird von den Massenmedien permanent erneuert. Bei jedem Fußballspiel Deutschland gegen England wird die Pickelhaube wieder rausgeholt. Lest euch mal die Daily Mail, lest euch doch mal diese Zeitung. Das spielt noch eine Rolle. Wir sind in einer historischen Entwicklung, wo diese Fragen nicht gelöst werden. Und daraufhin kam das Zweite, zu dieser Souveränität nationale, durch die Verteidigung kam die Atom mit dem Ölschock. Mit dem Ölschock hat Frankreich gesagt, wir werden auch energetisch unabhängig und das hat zu französischen Atomindustrie geführt. Das sind die Gründe. Und jetzt ist der Abbau, das Zurückdrehen, eine viel schwieriger als in Deutschland, wo 75% des Stromes atomabhängig ist. Das war in Deutschland so, als Frau Merkel die Rolle rückwärts zweimal vollzogen hat nach Fukushima. Ja, das waren 35% oder ungefähr. Das ist eine ganz andere. Und jetzt wird langsam schwierig, gibt es eine Debatte in Frankreich, fängt an, die werden in diesem Jahr Fessenheim schließen, die werden langsam zurückdrehen von 70-75% auf bis 2030 auf 50% weniger Abhängigkeit von der Atomenergie. Die französische Anti-Atom-Bewegung war am Anfang eine starke, aber immer verglichen zu dem, wie sie in Deutschland zugeschlagen hat, viel kleiner, weil sowohl die Gewerkschaft, vor allem die kommunistische Gewerkschaft CGT, die CFDT war da gespaltener, an mit der Regierung und heute haben sie außer jetzt eine Entwicklung, die ganz Linken, Les Insoumis, Mélenchon, hat da das Bündnis der Linken zur Atomenergie gebrochen, durchbrochen. Er hat sich auch gegen Atomenergie ausgesprochen, aber sie haben traditionell die Sozialisten bis die Kommunisten waren für die Atomenergie. Das war tief verankert in der französischen Gesellschaft. Das ist die Erklärung, warum die Atompolitik so ist, wenn sie das zurückführen bis zum Zweiten Weltkrieg. Es mag in Deutschland ist es anders, ja, das kann man so sehen, aber das ist die Schwierigkeit jetzt Europas. Die Lehren aus der Geschichte und wie man die Geschichte erlebt hat, ob als Deutscher oder als Franzose und deren Familien, ist nun mal unterschiedlich. Das kann sich jeder auch ausmalen, warum. Und das haben sie auch in anderen Ländern. Das müssen die Franzosen auch verstehen mit den Polen und so weiter, da würde ich dir recht geben. Da kommen wir, also wenn Sie, es gibt wirklich nur eine wirklich hervorragendes Beispiel, wo zwei Länder es geschafft hat, zu versuchen, eine gemeinsame historische Interpretation. Das ist das deutsche-französische Geschichtsbuch. Was fatal ist, ist, es wird kaum gebraucht. Sowohl in deutschen Schulen als auch in französischen. Das ist ein Skandal. Weil es ist, das haben sich Historiker wirklich schwer gemacht, da eine gemeinsame Basis zu finden. Das ist exemplarisch und jeder guckt da weg. So, hier vorne ist. Hier vorne die nächste Frage. Es ist ja vorhin mal ganz kurz angeklungen, dass es in Deutschland große Konzerne gibt, die Milliarden Umsätze machen, Milliarden verdienen und Milliarden am Fiskus vorbeischleusen durch die unterschiedliche Steuergesetzgebung. Ich habe gehört, dass man Steuergesetze EU-weit grundsätzlich einstimmig fällen muss. Wie ist es dann möglich, dass es so unterschiedliche Steuersätze gibt und wie kann man diese Konzerne dazu bringen, anständig ihre Steuern zu bezahlen? Eine sehr schöne Frage für einen weiteren Abend, aber vielleicht mag jemand... Mal, ja, wenn du sagst, Einstimmigkeit aufheben, musst du neue Verträge machen. Das ist sehr gut, da brauchen wir eine neue europäische Verfassung, bin ich gleich bei dir. Machen wir es so, das muss in die Richtung laufen. Aber das Interessante ist ja, es ist ja nicht einstimmig beschlossen unterschiedlich, sondern es ist beschlossen, dass jede Steueränderung einstimmig von allen beschlossen wird. Und das ist die Blockade. Jetzt gibt es, und da kommen wir auf den deutsch-französischen Motor oder das Paar,
Jetzt gibt es die Idee, die betriebliche, die Unternehmensbesteuerung langsam konvergieren zu lassen. Das ist der erste Schritt, um diese Besteuerung aufzuheben. Zweitens, und da sieht man an den Urteilen bzw. der Handlung der Europäischen Kommission, was Google, was Amazon und so weiter angeht, nämlich Google hat eine Strafe von wie viel Milliarden? Viele Milliarden in 20 oder so, also wirklich ja, von der Europäischen Kommission. Jetzt ist Irland gezwungen worden, weil sie einen Rechtsstreit haben, einen Fonds zu gründen, wo sie das Geld erst einnehmen und verwalten müssen. Das heißt, wir sind jetzt genau, und das ist ein schwieriger Prozess, nämlich diese Steuerschlupflöcher durch diese verschiedene Kombinationen, die dann von Irland nach Holland und dann Bahamas gehen, genau die zu schließen. Und das wird im Moment gemacht. Bremsen tun Irland, Zypern, Holland, aber sie können nur bremsen. Sie können das um ein Jahr verschieben. Aber wir sind in dem Prozess. Und da ist das Europaparlament und die Europäische Kommission sind da Vorreiter gegenüber den Nationalstaaten. Das muss man sehen. Und das ist die Hoffnung. Da müssen aber natürlich zivile oder Bewegungen in den Gesellschaften, dass wir das wollen. Da haben Sie völlig recht. Aber Europa ist, es ist langsam, weil es schwierig ist, 27 Staaten. Aber es geht da, verglichen zu dem, was vor 5 Jahren diskutiert wurde, ist es unglaublich, welche Fortschritte gemacht werden. Das ist das Problem, was er richtigerweise gesagt hat mit den 27 EU-Mitgliedstaaten. Wenn Sie ein Einstimmigkeitsprinzip haben, es war mal eine Debatte, ob man auch in einigen Sachen eben Mehrstimmigkeitsprinzip macht, aber wenn Sie ein Einstimmigkeitsprinzip haben, dann wird das ein Problem. Bei dem Thema Konzernbesteuerung, Unternehmensbesteuerung muss man natürlich aber auch gucken, wie die Ausgestaltung sein wird, ob man eine breite Bemessungsgrundlage hat oder nicht beispielsweise. Das wird in der Ausgestaltung eine Frage sein, aber also ich fände, das wäre ein großer Fortschritt, weil durch viele, durch die Publizität dieser ganzen massiven Probleme, Steueroasen, Steuertricks und dass eben so viele Konzerne bei Milliardengewinnen am Fiskusgas vorbeimachen, durch die Publizität gibt es natürlich auch in der Gesellschaft eine große Empörung, was mit dazu geführt hat, eben, dass es da eine Reaktion zumindest die Notwendigkeit gesehen wird, eine Einsicht eingetreten ist, dass man da handeln muss. Und es ist auch nicht so, dass da nichts passiert gesellschaftlich. Also es gibt ja hier und da immer mal wieder auch Kampagnen, Petitionen und so weiter, dass man da wirklich tatsächlich auch endlich mal aktiv wird. Insofern kann ich das nur unterstützen. Aber also ich kann nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das tatsächlich in nächster Zukunft passieren wird, weil eben die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten natürlich auch etwas anders sind. Und wenn dann bei dem einen oder anderen, haben wir das auch bei den Paradise Papers gesehen, dass die Staaten halt letztendlich dann vor allen Dingen auch wegen der Lobbypolitik dann meistens auch einknicken. Also man wird es sehen. Ich würde mich freuen. Also das ist etwas, was wir natürlich unterstützen. Hier am Gang. Ja, es wurde auch zu Anfang mal kurz angesprochen, Reform der Asylpolitik und Migrationspolitik, aber das, auch was Sie gesagt haben, Herr Cohn-Bendit, klingt sehr visionär, was man da machen könnte. Sie haben, glaube ich, darüber geredet, dass man die Flüchtlingslager in der Türkei zum Beispiel bezuschussen sollte. Aber wie kommt man aus der verfahrenen Situation, der aktuellen Situation raus, also dieser Deal mit der Türkei, diese Probleme mit Libyen, der Druck durch die immer wieder kommenden Schiffe, die libysche Reaktion auf die Rettungsschiffe. Und dann geht es ja noch weiter, dann spricht man von Bekämpfung der Fluchtursachen. Und was soll das bitte sein? Das geht ja hin zu einer Entwicklungszusammenarbeit der Zukunft. Wie soll die eigentlich von Europa gestaltet werden? Das wäre mal noch meine Frage. So, wer möchte? Also, wir können da gerne auch dazu, aber
Ich meine, ich habe ja meine Zweifel schon bereits kundgetan wegen den osteuropäischen Staaten in Sachen Flüchtlingsaufnahme. Das, was im Moment passiert, also irgendwie im Laufe der Diskussion ist mal der Satz gefallen, wir können uns ja nicht abschotten. Das Problem ist aber, die EU schottet sich ja ab. Die EU-Außengrenzen werden ja immer dichter, auch mit militärischen Mitteln. Wir haben im Bundestag jetzt nochmal wieder, ich glaube morgen oder übermorgen, haben wir wieder einen Bundeswehreinsatz im Ausland, was behandelt wird, nämlich EUNAVFOR MED, also Sea Guardian, ein europäischer Einsatz im Mittelmeer, eigentlich zur Bekämpfung der Flüchtlinge. Und ich glaube, das ist wirklich eines der großen, Fragen, die eben nicht beantwortet worden sind, auch noch nicht, also ich sehe es auch nicht, dass es in absehbarer Zeit beantwortet wird, weil ich bin seit Jahren auch im Innenausschuss des Bundestages und da ist ja die europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik das, was ansatzweise da ist, wird da auch immer beredet und es gibt da keinen gemeinsamen Ansatz, außer die europäische Grenzschutzagentur Frontex, dass die Grenzen etwas dichter werden, dass jetzt Vorverlagerungen stattfinden nach Afrika, in afrikanische Staaten, nach Libyen, dass da zum Beispiel schon geprüft werden soll, wegen Asyl und so weiter. Und ich glaube, dass man das Problem nicht jedenfalls so beheben kann, dass man sagt, die europäischen Mitgliedstaaten, die Staats- und Regierungschefs treffen sich und sagen dann eine Entscheidung und das ist zu machen. Das wird nicht funktionieren. Ja, ich habe auch nicht das Rezept. Das einzige Rezept, was ich habe, ist, dass man versucht, massiv erstens die Fluchtursachen zu bekämpfen. Zweitens, ja, das wird zwar jedes, ja, das wird immer, ja, aber das ist ein Thema und ich muss natürlich, das bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich in Krisen, Spannungsgebiete, Kriegsgebiete erstens zum Beispiel keine Waffen mehr liefere. Das wäre zum Beispiel für mich eine Bekämpfung von Fluchtursachen. Zweitens, dass ich aufhöre, dass die Europäische Union aufhört mit den europäischen Partnerschaftsabkommen mit den afrikanischen Ländern, die Landwirtschaft meistens kaputt macht, die lokale Landwirtschaft und die Menschen natürlich auch in die Flucht zwingt. Das ist eine Bekämpfung von Fluchtursachen. Und das kann man auch jetzt schon machen und muss nicht sagen immer, ja, das ist ja ferne Zukunft. Das wird seit Jahren uns immer so gesagt, das ist ja in ferner Zukunft. Nein, wieso? Das kann man sofort anfangen. Das dritte ist insgesamt fairen Handel statt den Freihandel. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch zu sagen, dass man stärker unterstützt die UNO. Ich meine, die UNO verhandelt jetzt ganz aktuell einen globalen Migrationsakt. Einen globalen Migrationsakt. Die USA haben sich da rausgezogen. Die Verhandlungen finden statt. Ich war jetzt die letzten Male in New York bei den Vereinten Nationen bei diesen Verhandlungen dabei. Es gibt einen Vorschlag jetzt von Schweiz und Marokko, einen Vorschlag erarbeitet auf Grundlage dieser zwei vergangenen Jahre an diesem globalen Migrationsakt zu arbeiten und auch zu den Flüchtlingen. In Genf sind die Verhandlungen zum Thema Flüchtlingspakt. Und da sind gute Sachen drin. Und ich hoffe, wenn das im Sommer verabschiedet wird in der UNO, dass man tatsächlich das auch versucht zu implementieren und anzuwenden. Da sind viele Sachen drin. Und die würden dann sozusagen zur Organisierung der Migration, der Arbeitsmigration, es geht um Arbeitsmigration, das wäre schon mal ein Schritt vorwärts. Und das andere ist eben auch in Sachen Flucht und Asyl. Und als letzter Punkt, wir müssen auch unterstützen, massiv wirklich in diese zivilen Strukturen der UNO. Ich meine, wenn man sich die Krisenländer anschaut und die umliegenden Länder, die meisten Menschen fliehen ja in die umliegenden, in Anrainerstaaten dieser Krisenländer und nicht bis nach Europa. Die wenigsten kommen ja überhaupt in die Richtung. Deshalb, ich glaube, da muss man mehr Hilfe leisten. Und manche sagen zwar immer, das ist die alte Entwicklungspolitik von vor Jahrzehnten und das wäre falsch gewesen. Aber ich glaube, das ist nicht falsch gewesen.
Ich glaube, dass wir mehr in die Entwicklungshilfe, in die Länder vor Ort investieren müssen, als irgendwie zu sehen, dass man das hier vielleicht vor der Haustür macht. Ich glaube, das sind so die Ansätze, aber ich kann auch nicht sagen, so, was soll sofort die Europäische Union heute oder morgen, aber ich glaube, dieser globale Migrationsakt und auch der Flüchtlingsakt, die sind wirklich Schritte in die richtige Richtung, eben die Hilfe vor Ort und vor allen Dingen den fairen Handel. Frau Kempin. Ja, danke. Ich möchte vielleicht zwei Vorbemerkungen machen. Die europäischen Außengrenzen werden nicht mit militärischen Mitteln verteidigt. Und diese Operation EUNAVFOR Med im südlichen Mittelmeer, über die im Bundestag in dieser Woche, über deren Verlängerung in dieser Woche im Bundestag mit entschieden wird, ist nicht zur Bekämpfung von Flüchtlingen, sondern sie ist zur Bekämpfung von Flüchtlingsschleppern, von Schlepperbanden und zum Schutz von Flüchtlingen da. So, jetzt zur europäischen Asylpolitik. Sicherlich eines der schwierigsten Themen. Warum, haben Sie hinlänglich gehört. Mir geht es ehrlich gesagt wie Ihnen. Ich kann das Thema Fluchtursachenbekämpfung auch nicht mehr hören. Es bleibt mir zu schwammig. Ich habe Anfang des Jahres mal im Rahmen einer deutsch-französischen Begegnung, wo es auch darum geht, wir wollen ja den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag erneuern, den Élysée-Vertrag, und was könnten Deutschland und Frankreich gemeinsam machen, im Rahmen dieser Fluchtursachenbekämpfung, den Vorschlag gemacht, können wir nicht Deutschland, Frankreich gemeinsam Ausbildungsprogramme in den Herkunftsstaaten von Flüchtlingen entwickeln. Das würde die Franzosen vom Vorwurf des Postkolonialismus oder der postkolonialen Interessenspolitik befreien. Das würde Deutschland helfen, sein Ausbildungsmodell zu exportieren, und es würde den Ländern vor Ort helfen, im Zusammenspiel mit entwickelten Ländern den Bedarf zu eruieren. Wo wollen die Länder hin? Wenn Sie so wollen, Wirtschaftszweigen, haben Sie einen Nachholbedarf, und wie kann man den mit Hilfe entwickelter Länder, in dem Falle Deutschland und Frankreich, auch weil ich sie weiterhin als Vorreiter für die Europäische Union sehe, unterstützen? Das wäre ein ganz konkreter Vorschlag. Ein zweiter ganz konkreter Vorschlag ist ja von Daniel Cohn-Bendit schon auf den Tisch gebracht worden. Die Europäische Union ist eigentlich immer ganz gut gefahren mit der Gründung von EU-Agenturen. Das sind, wenn Sie so wollen, neutrale Interessens sozusagen oder Instanzen, die neutral Interessen vermitteln und im Auftrage der Mitgliedstaaten dann Politiken durchsetzen, wenn wir es schaffen. Und auch da könnte zum Beispiel eine deutsch-französische Flüchtlings- und Migrationsagentur eine Vorreiterrolle übernehmen. Bis wir dann zu einer europäischen Agentur kommen, dauert das vielleicht ein bisschen. Aber wenn wir ganz konkret bilateral anfangen und dann möglichst schnell das öffnen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben auf europäischer Ebene, wäre da auch viel getan. Und wenn wir das noch mit Anreizen für die aufnehmenden Staaten versehen, dann glaube ich, kämen wir ein Stück weit aus dieser Dilemmasituation und dieser Situation heraus, immer nur zu reagieren, anstatt zu agieren, ein Stück weit heraus. Das ist nicht die Patentlösungen, das ist eher tatsächlich auch von meiner Seite in diesem Fall sozusagen eine Überlegung, wie kann man viele kleine Schritte aber ganz gezielt machen, um diesem Problem sich anzunähern. Fluchtursachenbekämpfung, das ist so ein bisschen wie mit der Gießkanne irgendwie durch seinen Garten zu gehen und zu hoffen, dass es die richtigen, nämlich die Lieblingsblumen trifft. Das ist auch nicht so richtig mein Ansatz. Herr Cohn-Bendit. Ich finde, zu dieser Frage, es ist immer schwer, sich selber ehrlich zu machen. Also eine der Probleme der ganzen Frage des Behandeln von Flüchtlingen und Migration ist ja, dass dies ein Thema ist, was die meisten Staaten, Gesellschaft, Regierung nach rechts treibt. Das muss man erstmal leider feststellen.
Und sogar in deiner Partei und in meiner gibt es da große Auseinandersetzungen. Also tun wir nicht so, ob wir alle eigentlich ja eine große Mehrheit nur darauf wartet, dass man jetzt diese Flüchtlingspolitik Türen öffnet und so weiter. Das ist der Widerspruch, in dem wir uns befinden. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Du hast gesagt, diese EU-Agentur vor Ort, das ist ein Vorschlag des UNHCR. Warum? Weil der UNHCR festgestellt hat, mit Recht, die, die bis jetzt ankommen, es gibt Familien, aber die Mehrheit sind junge Männer, weil die das schaffen. Und es gibt Familien, Flüchtlinge, die das, was du gesagt hast, nicht schaffen. Deswegen ist der UNHCR hat gesagt, in Libyen haben sie zum Beispiel 10.000 Menschen, haben sie festgestellt, die müssten ein Anrecht auf Fluchtaufnahmen hier in Europa oder woanders mit Kanada und so weiter. Das heißt aber, wenn man nicht wartet, bis sie ihr Leben riskiert, dann muss man versuchen, zum Beispiel in den Lagern in Syrien oder in Nigeria oder wo auch immer, muss man versuchen, da die Familien, die es nicht schaffen können, einige hierher zu holen. Es ist also nicht, dass man diese Grenzen verschieben will. Es ist aus der Überlegung, dass die Naturwitzigkeit hilft meistens zu 80% den jungen Männern. Und das ist nicht gerecht. Das ist einfach nicht gerecht. So, das ist die Überlegung. Damit will ich nicht sagen, das ist die Lösung, sondern man muss mal ehrlich sein, was dahinter steckt an Überlegung. Vielleicht kann man ja sagen, das ist falsch, man will was anderes. Aber benennen wir doch mal richtig das Problem. Und deswegen glaube ich, dass diese für die EU, diese Agentur, die Möglichkeit mit dem Anreiz ist, diese Blockade von verschiedenen Staaten zu durchbrechen. Das ist ein Ansatz, das sollte man versuchen. In der Flüchtlingspolitik, ich habe es hier, Multikulti, ich kann nicht mehr hören manchmal. Ich kann mich erinnern, als wir hier waren, die erste große Flüchtling, da wurden die Kasernen in Frankfurt sollten geöffnet werden. Was hat das für Debatten in der Stadt gehört? Was haben wir da organisiert, um in Höchst in der Kaserne mit der Polizei, wir gesehen, um die Menschen zu beruhigen. Und ich habe mich gewundert, die Grünen haben auf Parteitagen genannt, offene Grenzen. Und dann, wenn man mit den einzelnen gewählten Vertretern in den Städten und Dörfern geredet, dann das ist uns zu viel, bei uns nicht. Und ich hatte dann alle Grünen, die mir gesagt hätten, du hast ja recht, grundsätzlich muss, aber bei uns gerade nicht. Und nicht da, und nicht da. Da waren wir als Grüne nicht anders als die Mehrheit der Bevölkerung, die gesagt hat, eigentlich ja, aber gerade da nicht. Und das ist doch ein Problem bei dieser ganzen, und dann jetzt kommen mit den Fluchtursachen. Es gibt jetzt eine neue Untersuchung, ein ganz spannendes Smith, der hat über Afrika geschrieben und hat gesagt, wir haben ein doppeltes Problem. Wir haben die Armen, aber wir haben auch die Ausgebildeten. Und die Ausgebildeten aufgrund der Situation der Nichtperspektiven hier wollen auch kommen. Das heißt, es ist nicht nur die Armen, sondern diejenigen, die glauben, bei uns, und da haben sie recht, bessere Lebensmöglichkeiten zu haben. So, wie geht man damit um? Deswegen finde ich, dass ich über Flüchtlinge sage ich immer, Punkt 1, es ist unlösbar. Punkt 2, man kann es mehr oder weniger humanitär machen. Und sehr oft, und Frankreich im Moment macht es nicht humanitär. Das will ich gar nicht behaupten. Das heißt, das ist die Debatte. Aber wir werden diese Debatte ehrlich in unseren Gesellschaften nur führen, wenn wir akzeptieren den Grundwiderspruch, der im Moment nicht lösbar ist. Ich will eine Welt, wo niemand weg will von da, wo er geboren wird, außer er ist Fußballer und er verdient viel Geld und kann viel Geld. Diese Welt möchte ich haben, aber sie haben wir nicht. Und die haben wir nicht in den nächsten 5 Jahren, auch wenn wir die Fluchtursache bekämpfen. Das wird lange dauern. Obwohl, muss man sagen, es verbessert sich die Situation in diesen Ländern. Das ist auch wahr. Das heißt, dies alles zusammenfassen, sage ich, das wird uns noch lange beschäftigen. Und je mehr ehrlich wir sind mit den Schwierigkeiten, desto mehr werden wir humanitäre Lösungen mehr durchsetzen als im Moment. Das ist meine Überzeugung.
Da nehme ich doch einfach aus dem letzten Statement das Schlusswort heraus. Das wird uns noch lange beschäftigen, diese EU. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und vor allem bei einem emotional und engagierten Podium und auch kenntnisreichen Podium. Ich bedanke mich bei Frau Kempin. Ich bedanke mich bei Frau Dadelen. Und bei Herrn Cohn-Bendit. Vielen Dank. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Nachhauseweg. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Schönen Abend. Tschüss.